Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zur Einführung in die EWS-Mitte-Studie, die heute im Verlauf des Tages von den Kolleginnen und Kollegen der Ebert-Stiftung und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sie seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren für uns erstellen, präsentiert worden ist. Im Nachgang zu dieser Präsentation möchte ich Sie zu unserer Veranstaltung heute Abend recht herzlich begrüßen. Seit über 15 Jahren untersuchen wir als Ebert-Stiftung auf wissenschaftlicher Basis rechtsextreme Einstellungen und demokratiegefährdende Tendenzen. Wir haben im Verlauf der Jahre das, was wir eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen, seit 2014 mit in diese Untersuchung eingeführt und haben dabei Datenbasen benutzt, die bis ins Jahr 2002 zurückreichen, sodass wir einen ganz guten Überblick haben über das, was in der Mitte empfunden wird, insbesondere eben mit Blick auf die gerade genannten Einstellungen. Und wir haben in diesem Jahr deshalb, weil die Ergebnisse auch diesen Titel geradezu provozieren, die Studie in diesem Jahr die geforderte Mitte genannt. Denn Sie werden nachher beim Vortrag von Professor Zick sehen, dass die Mitte in der Tat in außergewöhnlicher Form gefordert ist. Sie ist gefordert durch die Pandemie, eindeutig sind wir alle. Ich glaube, dass ich als Mit-60er sagen kann, dass ich mich nicht erinnern kann, obwohl ich ein paar Krisen der alten Bundesrepublik, auch ein paar der neuen erlebt habe, obwohl ich als langjähriger Europapolitiker Krisen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlebt habe, dass ich irgendwann einmal die Empfindung gehabt hätte, die ich jetzt zurzeit habe, dass ich in einer nicht enden wollenden permanenten Belastung bin, bei der ich nicht das Gefühl habe, dass es mal ein erleichtertes Aufatmen geben könnte. Kaum, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, das zeigt die Studie auch, hat man mal durchgeatmet, kommt die nächste Nachricht zurzeit. Der Impffortschritt läuft, aber die Delta-Variante ist unterwegs. Wir sind in einer permanenten Anspannung. Die Pandemie fordert uns. Die Pandemie zeigt auch und bringt ans Tageslicht, was es seit längerer Zeit gibt, in viel zugespitzterer Form aber sichtbar macht, Verschwörungstheorien. Und die Debattenkultur ist an einem Tiefpunkt angelangt, was Hass und Aggression bis hin zur Gewaltbereitschaft, richtigen physischen Gewaltbereitschaft gegen andere, zwischenzeitlich auch, wie wir am Fall Lübcke gesehen haben, bis zur physischen Gewalt gegen hohe Repräsentanten unseres Staates erreicht. Ich habe das zuletzt in meiner Lebensspanne erlebt, in den 70er Jahren, durch den Terrorismus der RAF. Und ich würde mir sehr wünschen, dass im öffentlichen Diskurs der Rechtsterrorismus mit der gleichen Konsequenz ernst genommen und auch bekämpft wird, wie es seinerzeit in der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bundesrepublik, der Terrorismus der RAF wurde. Es gibt besorgniserregende Tendenzen, aber es gibt auch positive Botschaften. Und die positivste Botschaft für mich persönlich, will ich deutlich sagen, ist, dass der harte Kern der gewaltbereiten, exterminatorisch denkenden, zur physischen Gewalt bereiten, rechten, extremen Gruppen abnimmt nach Zahl. Das ist eine gute Nachricht. Und es gibt eine zunehmende Bevölkerungsgruppe, die sich von diesen gewaltbereiten Menschen und von diesem Hass abwenden will. Ich glaube, dass die Ereignisse in Halle, in Hanau, der Mord an Walter Lübcke, auch dazu geführt haben, dass Menschen bewusst geworden ist, wie gefährlich diese Entwicklung ist. Und dass ein Anteil der schweigenden Mehrheit im Lande sagt, damit will ich nichts zu tun haben, davon distanziere ich mich ausdrücklich.
Es gibt also einen generellen Rückgang dieser Gewaltbereitschaft, aber es gibt eine zunehmende Indifferenz gegenüber rassistischen, fremdenfeindlichen, homophoben, frauenfeindlichen Haltungen. Verkürzt, die Selbstwahrnehmung, ich bin ein konsequenter Demokrat, aber der eine oder andere radikale Satz hat ja irgendwie doch was für sich. Diese Haltung, die häufig, da müssen wir uns keine Illusionen machen, in der Politik das Einfallstor für die insbesondere Rechtspopulisten ist, der Anteil dieses Gefühls, dieses Teils-Teils-Gefühl. Also teilweise ist das abzulehnen, aber irgendwie was dran ist, auf der anderen Seite doch schon, das hat zugenommen und das ist nicht ungefährlich. Der Antisemitismus, Phänomen, das mich mit großer Sorge erfüllt, das erfüllt mich auch als ehemaligen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit Sorge. Das erfüllt mich als langjähriger Präsident des Europäischen Parlaments mit Sorge, dass in meinem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, einem Land, das in ganz besonderer Weise seine Geschichte bis dato eigentlich sehr konsequent aufgearbeitet hat und wir als Republik uns auch unserer historischen Verantwortung immer gestellt haben, wie ich finde, erst vor wenigen Stunden noch mal daran erinnert haben, dass der Jahrestag heute des Angriffs der Hitlerarmee auf die Sowjetunion uns nicht auch 80 Jahre später unberührt lässt, dass in einem Land, das sich eigentlich seiner Verpflichtung zur Aufarbeitung seiner Geschichte gestellt hat, der Antisemitismus zunimmt. Das bewegt mich am stärksten und da will ich auch deutlich sagen, sind wir als sozialdemokratische Bewegung aufgefordert, das zu tun, was wir immer getan haben, an der Speerspitze zu sein gegen diese Bewegung. Das ist unser Kernauftrag, das ist auch der Kernauftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wissenschaftsfeindlichkeit hat zugenommen. Ich habe eben erst eine dreitägige Tagung zur europäischen Wissenschaftskooperation eröffnen dürfen, die wir in diesen Tagen auch wieder leider digital durchführen. Das ist ein besorgniserregender Zustand, dass Gefühl gegen wissenschaftliche Erfahrung gesetzt wird, Emotion gegen Rationalität, eine Tendenz, die wir sehr ernst nehmen müssen und zu guter Letzt Verschwörungstheorien, die hinter dieser Wissenschaftsfeindlichkeit stecken, wir kennen das alle, sind noch nicht so, dass sie bedrohlich wären, aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Und wenn man nicht aktiv dagegen vorgeht, wenn die Zivilgesellschaft nicht mobilisiert gegen diese Tendenzen, dann geschieht das, und das gilt insbesondere auch für den Antisemitismus und für die Gewaltbereitschaft, was der englische Philosoph Edmund Burke, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, mal in diesem wunderbaren Satz zusammengefasst hat: Für den Sieg des Bösen, hat er gesagt, reicht es, dass die Guten nichts tun. Deshalb ist es so, dass eine solche Studie für uns immer auch ein Appell ist, dass die Mitte, und da ist sie gefordert, nicht schweigt und nicht tatenlos zuschaut, sondern dass sie sich mobilisieren lässt, indem sie auch Mobilisierungsbereitschaft an den Tag legt und die Indifferenz nicht zulässt, sondern erkennt, dass es Phasen gibt, in denen es Bekennermut bedarf, um gefährliche Tendenzen zu stoppen. Wir haben als Ebert-Stiftung Schlussfolgerungen zu ziehen in unserer politischen Arbeit, in unserer politischen Kultur, in der Strategie der Förderung der Teilhabe, in der Bildungspolitik, die in der Bildungsstrategie geht es darum, dass wir gelebte Demokratie praktizieren, dass wir Menschen befähigen, das auch zu tun. Es geht darum, dass wir der extremen Rechten nicht das Feld überlassen, sondern da, wo sie auftritt, selbstbewusst und kämpferisch ihr auch entgegentreten. Ich habe das für mich persönlich, egal wo ich das konnte, ob im Plenarsaal des Deutschen Bundestages oder im privaten Leben, immer getan, weil es gibt Momente, da darf man nicht schweigen. Und da sind die großen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, insbesondere Otto Wels und Willy Brandt, in meinen Augen bis heute zu leuchtende Vorbilder für uns. Die Krise darf vor allen Dingen nicht dazu führen, auch das ist eine sozialdemokratische Aufgabe, dass die Gesellschaft sich entsolidarisiert. Die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, auch das, was man, die Wissenschaftler mögen es mir jetzt verzeihen, wenn ich diesen Begriff
verwende die leichte Tendenz zum Sozialdarwinismus, der erkennbar wird, zu sagen, die Ellenbogen raus und ich setze mich durch, ich bin stärker und die anderen müssen halt schauen, wo sie bleiben. Das darf in einer Gesellschaft, die den Anspruch hat, integrativ und sozial verantwortlich zu sein, nicht sein. Wir sind als soziale Demokratie, als Bewegung der sozialen Demokratie in besonderer Weise verpflichtet, die Gesellschaft zusammenzuhalten, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sie zusammenbleiben. Wenn die Mitte gefordert ist, dann ist sie nach meiner Einschätzung, wenn ich die Zahlen genau bewerte, gefordert, genau diesen Zusammenhalt zu bewahren. Denn nur dann bleibt sie die Mitte, wenn sie diesen Zusammenhalt organisiert. Ich möchte mich bedanken bei jener Professor Dr. Zick für die immer wiederkehrende exzellente Zusammenarbeit und wie ich finde, hohe Qualität der Arbeit, die dieser Studie zugrunde legt. Das gilt auch für Frau Professor Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein. Herrn Professor Zick vom IKG habe ich gerade genannt. Lassen Sie mich allen Autorinnen, Frau Pia Lamberti und Suad Lamrobal sind bei uns hier im Saal, herzlich danken. Und ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sich mit hohem Engagement und Einsatz eingebracht haben, herzlich danken. Franziska Schröter, wenn ich Sie stellvertretend für alle anderen nenne, sind mir alle anderen hoffentlich nicht böse, wenn ich nur Sie stellvertretend für alle anderen nenne. Aber sie hat sich unwahrscheinlich reingehängt in den letzten Wochen und Monaten, damit wir diese Studie heute vorstellen können. Ich hatte 5 bis 10 Minuten. Jetzt sind es 15 Minuten geworden. Ich bitte das meinem Konto als Vorsitzenden gut zu schreiben. Herzlichen Dank. Und ich leite jetzt, glaube ich, über an Herrn Professor Dr. Zick. Vielen Dank. Okay, ich leg los, richtig? Ja. Gut, ich habe gewartet, was die Chefin mir sagt. Lieber Martin Schulz, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich kann den Mund- und Nasenschutz absetzen. Franziska Schröter wird das jetzt auch noch mal erwähnen. Wir sind alle getestet. Nicht positiv, sondern negativ. Das neue Negativ ist das Positiv. Zu der Studie. Ich werde jetzt kurz wesentliche Zahlen berichten aus der Studie. Das wird nicht alles sein. Wir hatten uns diesmal vorgenommen, die Studie sehr schmal zu halten und sind bei einem Werk, was ja heute auch frei für alle downloadbar ist, bei fast 400 Seiten gelandet. Dem Dietz Verlag ist sehr zu danken, dass wir das so überstrapazieren dürfen, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass wir die Studie im Auftrag durchführen dürfen. Zu sehen sind hier all die Autorinnen und Autoren. Ich erwähne das auch, weil wir haben in dieser Studie sehr unterschiedliche Disziplinen beteiligt. Wir haben sehr unterschiedliche Sichtweisen beteiligt. Und wenn ich etwas hier nicht berichte, an die anwesenden Autorinnen und Autoren nicht nervös werden. Das ist jetzt der Zeit geschuldet. Wir haben das Podium und dort können weitere Ergebnisse dann auch noch mal genannt werden. Ich möchte einmal kurz noch mal daran erinnern, was das Ziel dieser Mitte-Studien eigentlich ist. Das ist erstens natürlich eine möglichst solide wissenschaftliche Dokumentation und Analyse rechtsextremer und demokratiegefährdender Einstellungen in der Bevölkerung. Da fängt die Schwierigkeit an. Was sind denn demokratiegefährdende Einstellungen? Das verändert sich und die Studien können über diese Veränderungen berichten. Das Zweite ist aber das Bereitstellen von diesen Erkenntnissen für die öffentliche Debatte. Das Buch steht online, es gibt auch eine Website mit den methodischen Hintergründen, es gibt Erklärungen, es werden dort auch Videos heute freigeschaltet. Das Dritte ist aber auch, dass diese Studie eingebunden wird in Formate politischer Bildung. Ein Format ist der heutige Abend. Ein Format ist auch eine Pressekonferenz, aber da wird noch einiges folgen. Und natürlich freuen wir uns, und das wäre lebendige Demokratie, wenn es in der Gesellschaft an vielen Stellen nun diskutiert wird, was bedeutet das, was wir empirisch im Feld beobachten. Es ist eine empirische Studie. Im Buch finden Sie alle methodischen Hintergründe.
Es ist eine telefonische Befragung, die durchgeführt wurde vom UZ Bonn. Das UZ Bonn hat uns begleitet, ist hier auch anwesend bei dieser Veranstaltung, falls es methodische Fragen gibt. Methodische Kritik ist wichtig und richtig. Wir versuchen mit dem Umfrageinstitut die Studie nach den höchsten Standards durchzuführen. Es ist in diesem Falle eine telefonische Befragung unter Befragten. Da haben 60% in der Stichprobe, in der sogenannten Netto-Stichprobe, ein Festnetz. 40% werden über das Mobilfunknetz erreicht. Die Studie ist gelaufen, begonnen im Dezember, aber der Großteil der Erhebung war im Januar und im Februar, also während der Phase des zweiten Lockdowns. Ich komme da nochmal drauf zurück, weil natürlich die Pandemie eine besondere Situation ist. Wir haben eine Stichprobe von 1750 Befragten. Das ist repräsentativ nach den Kriterien. Wir haben das dokumentiert für die deutsche Wohnbevölkerung. 53% weibliche, 47% männliche Befragte. Das Alter ist zwischen 18 und 96. Das heißt, wir haben eine Spanne von erwachsenen Menschen befragt. Die besondere Situation, und das müssen wir immer wieder jetzt in dieser Pandemie natürlich vor dem Hintergrund sehen, es ist eine besondere Situation, Martin Schulz hat es ja beschrieben. Mit Blick auf das Thema der Mitte-Studien, im Kern rechtsextreme Einstellung, das ist praktisch das Äußerste, woran sich ja Demokratie bemisst, aber auch andere demokratiegefährdende Einstellungen, müssen wir beachten, was vor der Pandemie war. Deutschland hat erlebt einen Aufschwung an Rechtspopulismus, an Hasstaten, an rassistischen, antisemitischen, rechtsextremen Terrorakten. Martin Schulz hat daran erinnert. In der Pandemie selbst, erinnern Sie sich an Januar, Februar, März 2020, gab es neue Bedrohungen. Corona-Proteste, Pierre Lamberti ist hier, hat sich mit Verschwörungsglauben, Verschwörungsmythen beschäftigt, Hasstaten, die Corona-Proteste, aber auch die Ermordung oder wie ich sage Hinrichtung von George Floyd in den USA hat hier zu einer Diskussion über den Rassismus in Deutschland geführt, weil dieser Rassismus nicht auf der Agenda der öffentlichen Debatte steht. Wir haben die Black Lives Matter-Demonstration erlebt. Und natürlich auch die Erschöpfung der Mitte unter den Corona-Regeln, unter den Herausforderungen, unter dem Lockdown und so weiter. Wir haben dazu befragt, tatsächlich 69% sehen durch Corona ihr Leben negativ beeinflusst. Und 59% in der Befragung haben wegen Corona Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Das ist wichtig. Es sind nicht nur die persönlichen Sorgen, es sind insbesondere Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Und im Übrigen, das zeigen wir im ersten Kapitel, in den unteren Einkommensgruppierungen, die Corona hat ja auch soziale Ungleichheit deutlich gemacht in einem Ausmaß, wie uns das vielleicht an vielen Stellen nicht bekannt war, sind diese Sorgen besonders stark um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, nicht nur die persönlichen. Wir haben direkt zu Beginn der Befragung die Menschen selber gefragt, wir haben sie gebeten auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar keine Bedrohung bedeutet und 5, das ist eine sehr große Bedrohung. Vor welchen Herausforderungen steht denn dieses Land? Und da kommt ein erster überraschender Befund vielleicht, weil nämlich in dieser Befragung herauskommt, unter den Befragten ist der Rechtsextremismus, steht an erster Stelle der Herausforderung für das Land, etwa gleich auf der Klimawandel. Wenn wir die Nachkommastellen dann immer dazu rechnen, ist der Klimawandel etwas weniger. Aber es geht um Rechtsextremismus und Klimawandel. Das sehen die Menschen als eine Herausforderung, gefolgt von der sozialen Spaltung, die auch 61,5, fast 62% erreicht. Und die Corona-Pandemie mit 60,5% findet dann eben an vierter Stelle Zuspruch. Aber auch Phänomene wie der Vereinsamung. Und wir werden berichten, in der Studie können Sie das nachlesen, auch da gibt es Unterschiede in Einkommensgruppierung. Konkurrenz und Leistungsdruck ist vor allen Dingen in den unteren Einkommensgruppen, wird als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, diese Bedrohung treffen Menschen eben ungleich, obwohl wir hier die Daten über alle hinweg gerechnet haben. Hier für diesen Abend habe ich Themen ausgesucht. Ich werde kurz eingehen auf die Grundorientierung in der Demokratie, denn was nutzt das Blicken an den rechtsextremen Rand, wenn wir nicht wissen, wie fest ist die Demokratie denn in der Mitte verankert? Ich werde auf rechtsextreme Einstellungen kurz eingehen, auf Populismus,
Rechtspopulismus und völkisch-autoritäre Einstellung, auf Verschwörungsglauben, Antigenderismus, Entsolidarisierung. Sie sehen, das sind die demokratiegefährdenden Einstellungen, die ich ansprach. Und dann auf die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und den Rassismus und sehr, sehr kurz ein Resümee geben und Empfehlung. Aber ich hoffe, dass das Podium dann weiter diskutiert. Aber Sie sehen hier das Portfolio an Themen der Befragung. Das sind keine angenehmen Themen. Die Mitte-Studie beschäftigt sich eben mit den Gefährdungen von Demokratie, auch wenn das anstrengend ist, sich den Spiegel selbst vorzuhalten. Tatsächlich sehen wir, Martin Schulz hat es erwähnt, es gibt eine Grundorientierung, eine normative Orientierung in der Mitte, die zunächst positiv ist. 73% sagen, ich bin überzeugte Demokratin, ein überzeugter Demokrat. Das ist das Selbstbild. 88% sagen, in der Demokratie sollten die Würde und Gleichheit an allererster Stelle stehen, wie es ja auch im Grundgesetz steht. Das ist stark, das ist weit verbreitet. Und auch 69% sagen, wir müssen uns stärker für eine vielfältige und offene Gesellschaft einsetzen. Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, was wir gesehen haben, gerade bei der Pandemie, stieg das enorm an in vielen anderen Studien. Wir weisen in unserer Studie auch die anderen Studien aus, gehen darauf ein, vergleichen sie, ist stark, immerhin 62%, das sind keine 100, Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Fast 70% sagen, öffentlich-rechtliche Medien sind eine wichtige Säule der Demokratie und 86% vertrauen darauf, dass die Wahlen in Deutschland alles in allem korrekt durchgeführt werden. Wir stehen ja kurz vor den Wahlzeiten. Das Vertrauen ist stark. Aber in Bezug auf die Frage dann nach der Teilhabe an demokratischen Prozessen, demokratischen Entscheidungen, sehen wir, gibt es dann die ersten Einbrüche. 45% sagen, ich habe in meinem Umfeld die Möglichkeit, mich politisch zu beteiligen, 18% teils, teils. Und jetzt muss ich denken, was ist denn mit dem Rest? Der sieht keine politische Teilhabe, Möglichkeit. 21% halten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren und 24% teils, teils. Das sind 45%. Der Rest sieht da schon einen Sinn. 16%, also fast jede fünfte Befragte, sagt, die regierenden Parteien betrügen das Volk und 20% teils, teils. Das sind dann 36% und 23% sagen, im nationalen Interesse können wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren, obwohl sie vielleicht im gleichen Atemzug sagen, dass die Gleichheit und die Würde an erster Stelle stehen sollte. Aber das bricht dann ein, wenn wir vielleicht in einer Krisensituation sind und eine Rechtfertigung dafür finden, dass das gerade im nationalen Interesse nun nicht möglich ist. Und ich erinnere nicht daran, was während der Pandemie an den Grenzen mit geflüchteten Menschen passiert ist. In Bezug auf die rechtsextremen Einstellungen, die ja der Kern dieser Mitte-Studien sind, das ist der Ursprung der Mitte-Studien, dass sich die Friedrich-Ebert-Stiftung zur Aufgabe gemacht hat, diese rechtsextremen Einstellungen zu verfolgen in der Mitte mit der These, es gibt sie nicht nur im organisierten Rechtsextremismus an den Rändern, die an solchen Studien gar nicht teilnehmen, sondern eben in der Mitte, sie werden geteilt. Und jetzt kommt eine positive Nachricht und natürlich, das ist so, ist alles andere als durchweg positiv zu vermelden. Befürwortung von Diktatur liegt derzeit bei 2,2%. Und wenn ich von rechtsextremen Einstellungen rede, dann rede ich hier von harten rechtsextremen Einstellungen. Wir haben Aussagen, die kommen eben aus rechtsextremen Milieus. Die befragen wir in dieser Studie. Und rechtsextreme Einstellungen haben unterschiedliche Facetten, Elemente. Eine ist eben die Befürwortung einer Diktatur, rückläufig. Ein Nationalchauvinismus ist rückläufig. Derzeit liegt der Zuspruch bei 8,6% und die Verharmlosung des Nationalsozialismus liegt bei 1,4%. Im Buch werden Sie dann sehen, tatsächlich, das ist hier über den Querschnitt gerechnet. Es gibt Gruppen in der Gesellschaft, bei denen liegt das höher. Unter anderem, schauen Sie mal genau hin, wie da die Jüngeren sich verhalten in Bezug auf das Thema. Aber was wir eben sehen, wir haben höhere Zustimmung im Bereich der rechtsextremen Einstellung bei den Vorurteilsmustern, bei den Menschenfeindlichkeiten. Die sogenannte Fremdenfeindlichkeit, und bitte das nicht als einen etikettierenden Begriff zu verstehen, sondern es ist eine Feindseligkeit gegen Menschen, die als fremd markiert werden.
Deswegen ist vielleicht der Begriff hier passend, in anderen Kontexten ist er das nicht, liegt bei 4,5%. Der Antisemitismus sinkt ab, aber ich werde gleich nochmal auf diese Facette eingehen, weil bei genauem Hinsehen verhält sich das etwas anders. Und was wir sehen, Martin Schulz hat es angesprochen, dass ein Sozialdarwinismus, der aber in einer rassistischen Variante gemessen wird, der Völker danach bemisst, ob sie mehr oder weniger wert sind in dem Wettbewerb, steigt an auf 2,9%. Da bewegt sich tatsächlich etwas. Wir sind in dieser rassistischen Variante des Sozialdarwinismus, sehen wir in dieser Krisensituation einen Anstieg. Das ist hochinteressant. Wir haben uns genauer den Graubereich angeguckt. Wir haben eine Skala und wir haben viele Einstellungen, die wir im Bereich des Rechtsextremismus messen. Und das eine ist ja die Zustimmung zu solchen Einstellungen. Das andere ist die Ablehnung. Und solche Einstellungen abzulehnen, dazu gehört eine bestimmte Kompetenz. Und wir haben auch hier in der Studie an vielen Stellen nochmal genauer hingeguckt, wie sich denn der sogenannte Graubereich verhält. Das sind jene, die nicht eindeutig zustimmen oder ablehnen. Das ist der Graubereich, der ist nicht einfach und identisch mit teils-teils festzulegen, sondern das ist eben zwischen, bei angesichts der unterschiedlichen Aussagen, die wir messen können. Und wenn wir uns den Graubereich mal angucken, dann sehen wir, gemessen am Rechtsextremismus, von dem wir vielleicht die Hoffnung haben, dass es deutlich abgelehnt wird, mit dem Graubereich zusammen, verhält es sich dann eben anders. Nationaler Chauvinismus, Zustimmung 8,6%, der Graubereich liegt bei 34%. Das ist der Bereich, um den es sich vielleicht lohnt, wie Sabine Aschur, aber vielleicht wiederholt sie das auf dem Podium, lohnt zu kämpfen. Befürwortung der Diktatur, nur 2,2% stimmen dort direkt und unmittelbar zu. Aber der Graubereich bei der Befürwortung der Diktatur liegt dann eben bei 15,5%, hier nur um Beispiele zu nennen. Das sind dann doch erhebliche Werte im Graubereich. Und wir sehen das sehr deutlich beim Antisemitismus. Wir haben unterschiedliche Facetten der Menschenfeindlichkeit gemessen, also sprich Vorurteile, Diskriminierung, Herabwürdigung von verschiedenen Gruppen. Ich nenne gleich einige. Und wir sehen aber besondere Bewegungen beim Antisemitismus. Nur wenige Befragte teilen offen antisemitische Einstellungen. Das ist natürlich im Telefoninterview. Wir haben methodische Restriktionen, die diskutieren wir auch. Das gehört sich ja auch so. Aber was wir eben sehen, gerade im Vergleich zwischen 2018-19 und 2020-21, da, wenn wir die Daten vergleichen, sehen wir doch, dass mit diesem Graubereich wir nicht so sehr im Antisemitismus einen Rückgang sehen in Zustimmung oder einen Anstieg in den Zustimmung, sondern wir sehen sehr deutliche Bewegungen, die zeigen, dass über die Shoah in Israel der kommunizierte Antisemitismus verbreiteter ist. Das heißt, der israelbezogene Antisemitismus nochmal sich anders verhält. Von 2018-19 auf jetzt 2020-21 steigen antisemitische Einstellungen über die Bevölkerung hinweg nicht an, aber die deutliche Ablehnung, der Ablehnungsbereich schrumpft. Und das ist interessant. Das ist eine interessante empirische Beobachtung, wie wir nur bei den Zustimmungen so nicht beobachten können. Die eindeutige Ablehnung schrumpft. Und das führt dazu, dass letztendlich auch dieser Zustimmungsbereich steigt. Zwischenresümee, offen rechtsextreme Einstellungen werden nur von wenigen Befragten geteilt. Die große Mehrheit ist nicht rechtsextrem eingestellt, doch ein nicht ganz kleiner Anteil der Bevölkerung zeigt eine gewisse Offenheit. Selbst für hart formulierte rechtsextreme Einstellungen bewegt sich in einem Graubereich zwischen deutlicher Ablehnung und deutlicher Zustimmung. In dieser Krise ist der Graubereich der Bereich, auf den die Befragten rücken. Mehr Befragte als in 2018 wählen teils-teils Antworten. Das war schon von 16 auf 18 in deren Anteil gestiegen. Auf der Webseite der Stiftung stehen alle Publikationen der Mitte-Studien. Da können Sie das direkt vergleichen, indem Sie die Bücher nacheinander lesen. Sind also in Bezug auf Rechtsextremismus unsicher, ambivalent oder stimmen teilweise zu. Der Sozialdarwinismus nimmt zu und die Ächtung von Antisemitismus, die Ablehnung eindeutig antisemitischer Einstellung weicht auf.
Wir haben uns auch genau angeguckt, das haben die Autoren Jan Rees und Michael Papendick gemacht, zusammen mit Jonas Rees. Wir haben uns angeguckt, in welchen Regionen gibt es eigentlich regionale Unterschiede im Bereich der rechtsextremen Einstellung. Das sehen Sie hier auf der linken, da können Sie sich jetzt nur einen kurzen Einblick machen, das ist ja vollkommen klar. Und was wir dann versucht haben zu überprüfen ist, woran liegt denn nun, dass wir hier regionale Verteilung sehen? Wir sehen ja eindeutig, dass die Zustimmung zur rechtsextremen Einstellung, Entschuldigung, rechte Seite, ja, auf der rechten Seite ist die rechte Karte, dass sie dunkler werden im Osten Deutschlands. Und dann haben wir zwei Thesen geprüft. Liegt es vielleicht daran, dass die Diversität dort unterschiedlich ist, das heißt dort, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft leben, das haben wir hier überprüft an einem einfachen Indikator, nämlich den Anteil von Ausländerinnen und Ausländern, also Nichtdeutschen in einer bestimmten Region. Hat das eigentlich einen Einfluss darauf, dass die rechtsextremen Einstellungen in bestimmten Regionen vorhanden sind? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir dort eine Verdichtung von Sympathie für die Partei AfD haben? Das heißt, Menschen haben dort die AfD gewählt. Das sind zwei unterschiedliche Effekte, die aber auch miteinander in Wechselwirkung treten können. Und die Analysen zeigen sehr stark, die Wahlerfolge der AfD ist für die Vorhersage, für die empirische Erklärung rechtsextremer Einstellungen und der Unterschiede in den Regionen in der Mittelstudie auf der Kreisebene, wir haben 401 Kreise untersucht, statistisch bedeutsamer als der jeweilige Anteil der Ausländerinnen und Ausländer. Das heißt, dieser Diversitätskontakteffekt, also wenn wir nur diverse Umgebungen haben, dann mindern sich die Effekte in Rechtsextremismus, in Vorurteilsmustern und so weiter, geht eher auf AfD-Wahlerfolge zurück. Und wie interpretieren wir das jetzt? Wir sind der Meinung, die Analysen sprechen für die These, dass die AfD und ihre Anhängerinnen und Anhänger zur Normalisierung eines menschenfeindlichen Klimas auf der Einstellungsebene beitragen kann. Es sind Normalisierungseffekte, die stärker sind als die Effekte von Diversität. Und ich glaube, wir haben das bei den letzten Wahlen beobachten können. Zweiter Indikator, Rechtspopulismus. Das ist weicher als rechtsextreme Einstellung. Wir haben in dieser Studie erstmals auch zwei unterschiedliche Orientierungen unterscheiden können. Wir haben auf der einen Seite eine Fortführung der Messung von rechtspopulistischen Einstellungen dokumentiert. Und auf der anderen Seite haben wir etwas gesehen in den Daten. Wir haben gesehen, in der Mitte bildet sich auch ein starker Zuspruch für populistische Einstellungen, die wir nicht einfach als rechtspopulistische Einstellungen bezeichnen können. Populistische Einstellungen zeigen sich in einer Kritik an Eliten, die da oben, die Regierenden und so weiter, im Antipluralismus und auch in einer Zustimmung zu Demokratieformen, die nicht als repräsentative Demokratie bezeichnet werden können. Während der Rechtspopulismus über diese Einstellungsmuster hinaus auch noch geprägt ist von einem strafrechtsorientierten, autoritären Autoritarismus und deutlich von einer Abwertung von sogenannten, von Populistinnen und Populisten bezeichneten Fremden. Also, ja, Feindseligkeit gegenüber Migrantinnen, Migranten, Muslimfeindlichkeit und so weiter. Und was wir sehen ist, dass auf der einen Seite, ich differenziere jetzt gleich, Populismus und Rechtspopulismus schon tatsächlich sich unterscheiden in ihrer ideologischen Orientierung, aber eng verbunden sind. Gucken wir uns den Populismus an, dann sehen wir in der Studie, ein gutes Viertel stimmt populistischen Einstellungen, Anti-Eliten, Anti-Pluralismus, anti-repräsentativen Demokratievorstellungen zu. Ein Viertel in der Bevölkerung. Das ist im Osten Deutschlands höher, bei 37%, verglichen zum Westen bei 21%. Populistische Einstellung. Im Rechtspopulismus ist das geringer und ist auch nochmal gesunken. 13,5% werden von uns als rechtspopulistisch identifiziert, anhand der Zustimmung unterschiedlicher Aussagen. Und auch da sehen wir Unterschiede. Verschwörungsmythen wurden angesprochen. Ich gehe noch eine Stufe weiter. Auch der Zuspruch zu Verschwörungsmythen, die wir dann eben zum Teil im Populismus finden, den wir auch im Rechtsextremismus finden, etwa über die Facette des
Antisemitismus, im Rechtsextremismus der Antisemitismus geprägt von Verschwörungsideen. Aber die Pandemie hat ja nun sehr deutlich gemacht, das Thema Verschwörungsglauben, Glauben an bestimmte Verschwörungseinstellungen. Pier Lamberti wird das viel besser erklären können, sitzt aber ja auch gleich auf dem Podium, hat darüber mit Jonas Rees ein Kapitel geschrieben. Wir sehen in dieser Mitte-Studie, dass insgesamt Verschwörungsmythen weniger Zustimmung finden, als das 18-19 war. Aber sie verdichten sich vielleicht. Also wir erwarten ja immer in solchen Studien entweder Anstiege oder es wird nur irgendwie geringer. Wir müssen aber bedenken, es sind bestimmte dann Verschwörungseinstellungen, die sich stabilisieren, die relevant werden. 20,5% meinen Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. 25% stimmen Teilzeit zu, 24% sagen, die Medienpolitik stecken unter einer Decke, 23% teils. Und das hat die Autorin und der Autor nochmal auch in den Zusammenhang gebracht zu den Corona-Demonstrationen. Und hier sehen wir, dass über die Corona-Demonstrationen auch neue Verschwörungsmythen in die Gesellschaft, in die Mitte eingedrungen sind. Die beziehen sich nun auf Corona und die Corona-Maßnahmen. Das heißt, die Krise wird aufgegriffen von den Gruppen und wird nun Teil eines Verschwörungsglaubens in der Mitte der Gesellschaft. Das ist ja das, was wir dann in den Studien letztendlich nachzeigen. Es sickert von den Protesten dann in die Mitte hinein. Ich finde die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gut. Da sind wir bei 15-16%. Und wieder ist der Anteil von teils, ja, ist doch gar nicht so schlecht, wenn die da demonstrieren. Ich muss ja selbst nicht mitmachen. Bei 13%. Die Corona-Pandemie wird genutzt, um Zwangsimpfungen einzuführen. Das ist jetzt schlechte Nachricht für alle, die geimpft sind, so wie ich. 17%, 8%, teils. Geheime Mächte sind für die Corona-Pandemie verantwortlich. Da sehen wir, haben wir 10% in der Mitte, bevölkerungsrepräsentativ, 8% teils. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir haben auch in dieser Mitte-Studie, wir messen unterschiedliche Einstellungen, noch etwas gefunden und das nennen wir jetzt völkisch-autoritär-rebellische Haltung. Die finden wir eigentlich früher in den neurechten Milieus, die ja versuchen, sich von dem klassischen traditionellen Rechtsextremismus zu distanzieren, alles ein bisschen intellektueller, ein bisschen anpassungsfähiger an Mitte-Einstellungen, an antidemokratische Einstellungen zu machen. Die aber, und das haben wir ja auch gesehen, mitten in der Corona-Pandemie wird der Protest gegen alle Regulierung, gegen die Regierung auf einmal ja gerahmt als Rebellion, als Widerstand. Und tatsächlich Spuren dieser sehr harten Einstellung, die wir in den Protesten sehen, sickern auf einmal in die Mitte hinein. 12% sind der Meinung, in der Mitte, manche Völker sind begabter als andere, 5% unterschiedliche Völker sollten sich nicht vermischen. Also diese Ethnopluralismus, den wir ja in den neuen Rechten früher gesehen haben, sickern da eins. Und Sie sehen auch hier einen erkläglichen Anteil von Teils-Antworten. Jede fünfte Person sagt, die deutsche Gesellschaft wird durch den Islam unterwandert. In Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Diese Diskussion haben wir ja immer. Fast 27%. 18% sagen, unser Land gleicht inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie. Und 11% sagen teils. Es ist mehr Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen. 23%. Das korreliert mit Gewaltorientierung, mit der Billigung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Interessen. Wir haben eine ganze Reihe von solchen überzufälligen Korrelationen, auch mit dem Rechtsextremismus. Wir haben uns beschäftigt mit der Facette, das Thema Gender, Gleichstellung, gendergerechte Sprache ist auf der Agenda. Wir wussten nicht, dass das so heiß diskutiert wird, als wir ins Feld gegangen sind, aber wir haben gesehen schon früher in unseren Studien, das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist für den Populismus hochinteressant. Tatsächlich finden wir Zuspruch zum Anti-Genderismus, so haben wir es genannt. 10% heutzutage werden Männer auf dem Arbeitsplatz gegenüber Frauen oft benachteiligt. 10% sagen, bei der Gleichberechtigung geht es eigentlich darum, dass Frauen mehr Macht bekommen als Männer. Und 17% sagen, das ganze Gerede von sexueller Vielfalt verhindert, dass Kinder sich normal entwickeln. Hier im Raum sitzt Nico Mokros, der da ganz entscheidend beigetragen hat. Und dieses Thema in einem Kapitel gut beschreibt. Tatsächlich stellt sich ja die Frage, ob angesichts dieser Kriseneffekte, die wir in den Daten spüren,
nicht auch letztendlich Entsolidarisierung eine große Rolle spielen. Und natürlich liegt es nahe für eine Friedrich-Ebert-Stiftung über dieses Thema, hält die Solidarität, gibt es Entsolidarisierung, sich genauer zu verständigen. Deswegen sind wir hingegangen, haben auch analysiert, ob aufgrund der Corona-Pandemie Menschen, die nun in prekäre Beschäftigung kommen, ob da der alte Sündenbock-Reflex wirkt. Das heißt, Menschen, die eben in Kurzarbeit geraten, hier empirisch anfälliger sind für bestimmte antidemokratische Haltung. Tatsächlich sehen wir, dass Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie von Kurzarbeit betroffen sind, leicht stärker dazu neigen, Menschenfeindlichkeiten zuzustimmen, aber der Unterschied ist unheimlich gering. Das betrifft ebenso die Zustimmung zu Aussagen wie zu viele kulturelle Unterschiede schaden dem Zusammenhalt. Und wir haben ungefähr 30% in der Studie sagen, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet. Da finden wir leichte Unterschiede. Aber deutlicher ist der negative Einfluss zum Beispiel mit Blick auf Menschenfeindlichkeit bei subjektiver Betroffenheit, dass wir unterscheiden zwischen der objektiven Betroffenheit, die wir an Kurzarbeit messen, und der subjektiven Sorge von Corona-Pandemie betroffen zu sein. Ich komme dann zum Ende. Wir haben natürlich wieder die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dokumentiert. Da kann das Podium viel besser drauf eingehen. Zuhat Lambobal sitzt ja auf dem Podium. Mit ihr zusammen haben wir viel entwickelt und diskutiert zum Thema Rassismus und andere Herabwürdigungen. Wir sehen in der Studie sehr deutlich, dass wir immer noch hohe Zustimmung haben zu allen möglichen Facetten dieser Menschenfeindlichkeit. Im Übrigen auch die Vorurteilsmuster gegen Langzeitarbeitslosen, die liegen bei einer direkten Zustimmung bei 25%. Und wir haben auch hier wieder diesen Graubereich von 40%, die nicht eindeutig generell negativen Zuschreibungen von bestimmten Merkmalen für Langzeitarbeitslose zustimmen. Wir sehen auch hohe Ausschläge bei den immer noch Vorurteilen gegenüber Asylsuchenden, die wir neu gemessen haben, mit einer sehr viel klareren negativen Abwertung. Die Vorurteilsmuster gegenüber Sintezze und Romagné, also der sogenannte Antiziganismus, 16% Zustimmung und 27% sind teils, teils. Aber ich möchte Sie besonders aufmerksam machen in dieser Mitte-Studie auf etwas, was wir versucht haben, in Umfragen, was nicht ganz einfach ist. Wir haben sehr klar versucht, Rassismus gegen schwarze Menschen, gegen schwarze Personen in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft zu messen. Das können wir mit einem zuverlässigen neuen Skala. Und ich möchte hier nur mal zwei Ergebnisse zu zwei Einzelaussagen, obwohl Einzelaussagen natürlich nicht den Rassismus alleine messen können, hervorheben. Wir sehen, auf der einen Seite, wir haben auch das Selbstbild erhoben, wir haben die Menschen gefragt, ob sie denn positive oder negative Einstellungen gegenüber schwarzen Menschen haben. Von allen Gruppen, die wir abgefragt haben, sind die Urteile über schwarze Menschen, schwarze Deutsche, schwarze Mitbürgerinnen und Mitbürger besonders positiv. Und auf der anderen Seite sehen wir dann eben, wenn sich schwarze Menschen mehr anstrengen würden, würden sie auch zu etwas bringen. 8% eindeutige Zustimmung und 11% teils, teils. Ich habe an einer Stelle mal gesagt, beim Rassismus kann es keinen teils, teils Rassismus geben, aber es gibt ihn. Schwarze Menschen sind zu empfindlich, von Rassismus in Deutschland die Rede ist. 16% stimmen hier eindeutig zu, 26% teils, teils. Und jetzt überlegen Sie eine Alltagssituation, in der ein Mensch aufgrund einer rassistischen Einstellung angegriffen wird. Und das erklärt vielleicht dann eine Geschichte, von der Suat Lambobal mehr berichten kann, die im Buch abgedruckt ist. Die Mitte ist gefordert. Die Mitte sieht sich selber gefordert. Die Daten dokumentieren, ja, wir haben viele Menschen in der Mitte, die sehen gesellschaftliche Herausforderungen, die sehen die Bedrohung, die dokumentieren wir. Sieht den Rechtspopulismus, Rechtsruck, Bedrohung und Hass als kritisch an. Sieht auch soziale Spaltung, aufkommende Konflikte. Die Einkommensschwachen berichten mehr Konkurrenz und Leistungsdruck in der Krise. Und das beschäftigt Menschen, bedroht Menschen. Aber die Mitte kann eben auch gefordert werden aufgrund von den Einstellungen, die wir beobachten. Sie kann
gefordert werden, wahrgenommene Bedrohungen ernst zu nehmen, also Normen von Gleichwertigkeit und Gleichheit, Verhärtung am rechten Rand, die Polarisierung dort, die jetzt sich strukturell auswirken, die Verdichtung ernst zu nehmen, die Fakten von Populismus, Verschwörungsmythen zu unterscheiden, Rassismus, Herabwürdigung inklusive des Schutzes jener, die abgewertet wie ausgeschlossen werden, ernst zu nehmen, Zivilcourage zu üben, sich demokratisch zu emanzipieren, sichtbar zu positionieren und Zivilgesellschaft zu gestalten. Und mit der Mitte meine ich dann auch Menschen wie mich. Wir haben Empfehlungen, gleich auf dem Podium werden mehr Empfehlungen vielleicht diskutiert. Ich nenne nur vier. Stärkung politischer Bildung für alle vor Ort. Stärkung von politischer Bildung. Vielleicht auch eine Neugestaltung. Sabine Aschur hat dazu eine viel bessere Meinung. Stärkung zivilgesellschaftlicher Demokratieprojekte. Wir brauchen einen Rassismus, eine Extremismus-Gewaltprävention. Lokal vor Ort ein Konfliktmanagement, wenn es denn Kommunen trifft. Wie gehen sie denn um, wenn wir einen rassistischen Vorfall haben? Wir haben erlebt, weggucken ist dann die Option, um das Problem schnell loszuwerden. Analyse, Intervention, Prävention bei Menschenfeindlichkeit und Rassismus, das ist gefordert. Und das können wir nun auch fordern, denn mit geforderter Mitte meinen wir auch, dass wir das uns in der Mitte auch zumuten können. Vielen Dank. Ein bisschen zu lang, aber... Vielen herzlichen Dank, Andreas Zick. Und Sie an den Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer Sie sich gerade befinden, haben ja schon gemerkt, an dieser Studie waren so viele Menschen beteiligt, dass ich hier eigentlich gern auf dem Podium einen Massenauflauf veranstalten würde. Geht in Pandemiezeiten sowieso nicht, aber würde auch sonst schwer zu einer Diskussion führen. Deswegen mussten wir uns beschränken, um nun noch ein bisschen über das Buch »Die geforderte Mitte« zu diskutieren. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei Andreas Zick, bei Professor Dr. Andreas Zick bedanken, dass er die Nerven in diesen vielen Monaten der harten Arbeit bewahrt hat und viele Nacht- und Wochenendstunden hier investiert hat. Er nickt kräftig, Sie sehen das gerade nicht. Das trifft aber auch auf die vielen anderen Autorinnen und Autoren dieser Studie zu. Mich auch. Aber wir holen das jetzt alles nach. Genau, ich möchte, bevor ich jetzt sozusagen mein Podium fülle, für Sie zu Hause, für Sie am Bildschirm ein paar Sachen loswerden. Zum einen, es tut uns total in der Seele weh, dass wir hier nicht mit einem vollen Saal diskutieren können. Das holen wir nach. Wir werden als Ebert-Stiftung das Buch sowieso in die Fläche tragen, aber irgendwann kommt auch die nächste Mitte-Studie und dann können wir hier die Bude wieder füllen mit Tausenden von Leuten und wir freuen uns jetzt schon drauf. Aber da wir sowieso schon so wenig Zeit haben und da das ja hier heute die offizielle Studienpräsentation ist, Sie haben gemerkt, der Vortrag war recht lang, haben wir uns schweren Herzens dagegen entschieden, noch eine Publikumsbeteiligung einzubauen. Das wird in den vielen Veranstaltungen, die die Ebert-Stiftung in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren tut, natürlich wieder anders sein. Sie kennen das von uns, aber heute ist mal nur das Podium dran. Ich hoffe, Sie sehen es uns nach. Bei Fragen oder Anmerkungen schauen Sie doch zuerst mal auf die Website www.fes.de/mitte-studie. Da finden Sie zum Beispiel auch für eine ganz kurze Zeit das komplette Buch als PDF zum Download. Das wird wieder verschwinden. Und Sie können aber auch über die Ebert-Stiftung kostenlos das Buch bestellen. Sie finden dort Ergebnisse, Zusammenfassungen, die ganzen Autorinnen und Autoren und auch nochmal weitere Erläuterungen zur Methode und zur Studie. Ich möchte an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Alexander Behrens vom Dietz Verlag, der auch heute hier ist, loswerden, der uns kräftigst unterstützt hat. So viel zur Organisation. Wir sind alle frisch getestet, deswegen dürfen wir jetzt hier auf dem Podium ohne Masken vor uns hin diskutieren und ich darf jetzt hiervon bei mir begrüßen. Zum einen nochmal bitte Martin Schulz, der sich direkt zu meiner Linken bitte so von Ihnen aus gesehen rechts zu mir gesellt. Ich darf Professor Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein zu mir bitten, die genauso einen riesen Helden- und Heidenanteil hat an diesem Buchprojekt. Und Andreas Zick und Beate Küpper haben sich so ein bisschen reingeteilt, auch wer jetzt präsentiert und wer diskutiert. Vielen Dank, Beate, auch dir für deinen Einsatz. Ich darf ganz, ganz herzlich Suad Lamroubal zu mir bitten, eine der Autorinnen in der Mitte-Studie. Wir haben, wie gesagt, ganz viele davon. Es sind einige im Saal, sie wurden schon erwähnt. Herzlich willkommen. Suad Lamroubal und ich darf Pia Lamberti ganz herzlich hier begrüßen, die auch ein Abkapitel zur Verschwörung mitgeschrieben hat, aber auch noch zu ganz anderen Themen sprechfähig ist, dazu dann später.
Genau, ich werde euch alle auch sozusagen jetzt ins Boot holen und nochmal vorstellen, aber ich möchte trotzdem ganz kurz, weil es gerade so frisch ist, nochmal Martin Schulz das Wort geben und danach werden wir sozusagen nochmal tiefer einsteigen in die Studie. Aber Martin, du hast ja den Vortrag erstens sozusagen heute nochmal in ganzer Länge gehört, aber du kanntest die Ergebnisse ja schon vorher, wir haben viel diskutiert. Du hast auch schon ein bisschen was in deiner Einführung gesagt, aber nochmal sagen jetzt mit den ganz frischen Eindrücken, gibt es irgendwas, wo du jetzt heute in diesem Moment mit dem Blick auf unsere gesellschaftliche Mitte sagst, das ist eine Einordnung, die ich auch politisch mitnehme. Du bist noch Bundestagsabgeordnete, du hast viel politische Erfahrung auf der europäischen Ebene, auf der kommunalen Ebene. Was passiert in dir, wenn du diese Ergebnisse jetzt nochmal auf dich wirken lässt? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar wenige Sätze sagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen hier. Na, ich will nicht wiederholen, was ich in meiner Einführung schon zum Ausdruck gebracht habe. Wenn ich ganz subjektiv bei dem, was ich jetzt gehört habe, meine eigene Empfindung ja ausdrücken, weil da hat mich eher offen gestanden, die 42% bei den schwarzen Menschen am meisten beeindruckt, also dass die schwarzen Menschen in diesem Lande zu empfindlich seien. Wenn man die Zahlen sieht, 58% lehnen das ab und 42% aus, die sind zu empfindlich und teils. Das finde ich ein erschreckender Befund. Das hätte ich in dieser Größenordnung nicht erwartet und ist auch etwas höher als in anderen Bereichen. Insbesondere nach der George Floyd, nach den Ereignissen und auch nach der Black Lives Matters Bewegung hätte ich ein bisschen mehr Sensibilität erwartet, mehr Bewusstsein. Das hat mich überrascht. Ich will aber auch als langjähriger Europapolitiker eins sagen. Ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was ich jetzt hier für die Bundesrepublik Deutschland sehe, in anderen europäischen Gesellschaften ähnlich teilweise sogar ausgeprägter ist als in Deutschland. Noch immer scheint es mir so zu sein, dass es ein doch immer noch breites Bewusstsein dafür gibt, dass der Staat, die Gesellschaft in Deutschland eine besondere Verantwortung haben. Das nimmt ab, ja. Aber es gibt im Gegensatz zu anderen Ländern, die nicht die deutsche historisch bedingte Verpflichtung empfinden, glaube ich, eine etwas ausgeprägtere Radikalität. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland solche Studien und solche Ergebnisse als Mahnung sehen, dass wir immer noch eigentlich eine Gesellschaft sind, die sich der besonderen Verpflichtung bewusst ist und dass wir nicht zulassen dürfen, dass sie abnimmt. Das ist auch eine Generationenfrage. Ich will das nochmal deutlich sagen, meine Generation. Ich bin das Kind, mein Vater ist lange verstorben, aber der war Jahrgang 1912. Nicht? Der war Kind im Ersten Weltkrieg und Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich und meine Geschwister geprägt, weil natürlich der Krieg und die Schrecken des Krieges am Abendbrottisch eine Rolle spielten. Für meine Kinder wiederum ist Europa eine Normalität, Frieden, Toleranz, Respekt, Würde, da fragen die nicht. Gut, jetzt sind meine Kinder natürlich im Politikerhaushalt auf, aber die Generation meiner Kinder. Und mein Kollege Jean-Claude Juncker hat mal in einer Rede in Brüssel einen guten Satz gesagt. Und Juncker selbst war das Kind eines Luxemburgers, der zwangsrekrutierter Soldat in der Hitlerarmee war, weil Hitler der Meinung war, es gibt keine luxemburgische Nation, Luxemburger sind Deutsche und die haben in der deutschen Armee zu dienen. Und dieser Mann kam an Leib und Seele verletzt aus dem Krieg zurück und hat seinem Sohn gesagt, und du engagierst dich für Europa. Also keine Rache den Deutschen gegenüber, sondern wie viele Luxemburgerinnen und Luxemburger für Europa. Und der Juncker hat mal gesagt, ich bin in diesem Geist aufgewachsen, aber machen wir uns keine Illusionen, für unsere Enkelkinder wird Hitler so weit weg sein wie Friedrich der Große für uns. Und mit diesem Verblassen geht einher, geben diese Gefahr,
dass das Drama des Terrors nicht mehr so unmittelbar empfunden wird. Und wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir liefern euch jetzt ein bisschen Terror ins Haus, damit ihr bewusster werdet. Aber das Verblassen führt dazu, dass es diese Indifferenz gibt, dass die zunimmt. Ich glaube, da haben wir als politische Verantwortungsträger eine große Verantwortung. Vielen Dank. Das hat jetzt so viele Ansatzpunkte gegeben, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hingucken soll. Aber ich versuche es mal mit Pia Lamberti. Pia Lamberti ist Geschäftsführerin des relativ frisch gegründeten CEMAS. Das ist das Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Dahinter versteckt sich aber vor allem ein Arbeitszusammenhang, der sich mit Verschwörungserzählungen auseinandersetzt und mit Antisemitismus. Und das sind ja Themen, die auch direkt beide mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Ja. Also sprich, deine Themen verbinden ganz gut die Realität der Entstehung dieses Buches. Deswegen würde ich dich gern bitten, für den Einstieg mal sozusagen die drei Themen miteinander zu verbinden. Ganz konkret gefragt. Du hast ja das Kapitel 2018-19 zur Verschwörung auch schon geschrieben mit Jonas Rees zusammen. Und da war das erste Mal, dass wir das in der Mitte-Studie so explizit aufgerollt haben. Was hat sich seitdem verändert? Welche Rolle spielt die Pandemie dabei? Und um das von Martin Schulz Gesagte aufzugreifen, Antisemitismus und daran anschließend auch sozusagen das, was mit dem Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur zusammenhängt, hat sich das in der Pandemie verändert? Das ist jetzt ein Riesenaufschlag. Oh, ich gebe dir 30 Sekunden. Nein, nein. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen. Genau, ich glaube, ich fange von hinten an. Erinnerungskultur, ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie Sie und sehe Deutschland zwar als ein Land, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber gerade die individuelle Erinnerungskultur ist aus meiner Sicht fast nicht existent, wenn wir Täter oder Nachfahren von Tätern uns anschauen. Ne? Also wenn man sich so Studien auch anschaut, wer weiß denn wirklich, was in der eigenen Familie passiert ist, oder Geschichten werden eben umgedeutet. Und ich glaube, das wäre tatsächlich der erste Schritt, eine Beförderung der Auseinandersetzung mit der eigenen Familie, um zu verstehen, dass das Schlimmstmöglichste auch im Nahumfeld stattfinden kann. Antisemiten, Rassisten sind nicht nur die anderen, sondern das hat auch was mit mir selber zu tun. Wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Das macht etwas, der Antisemitismus war nie weg. Der ändert vielleicht seine Form, aber der ist immer noch da. Sozialdarwinismus, all das, was dieses Weltbild damals prägte, sehen wir in Versatzstücken heute immer noch. Und es gibt natürlich jetzt gerade auch nochmal starke Versuche, vor allem von rechts, einen Geschichtsrevisionismus zu betreiben, das heißt Geschichte umzudeuten, anzueignen, zu verharmlosen, um eben auch an nationalistische Ideen anzuknüpfen. Das hat die AfD schon lange gemacht, mehr oder weniger explizit ausgesprochen. Aber auch im Kontext der Corona-Proteste hat man das ja immer wieder gesehen. Gerade auch nochmal in Westdeutschland gab es ja immer wieder Bezüge zu 1933. Man fühlte sich wie Anne Frank, wie Sophie Scholl. Hat diese Vergleiche, denke ich, auch nicht zufällig gewählt, sondern weil sie eben diese Wirkung haben. Also sonst hätte man ja andere Namen sich ausgedacht. Und das macht natürlich was. Auch die Verwendung des sogenannten Judensterns ist ja was, was wir bundesweit gesehen haben, auch was ja elementar mit diesen Protesten verwoben war. Das ist aber auch nicht neu. Also gerade die Anti-Impf-Szene in Deutschland hat den Judenstern auch schon vor Corona für sich verwendet. Deswegen war ich auch ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, dass der plötzlich überall zu sehen ist mit ungeimpft. Auch die AfD hat das dann gerne in Blau auch verbreitet. Da gibt es auch immer wieder Sticker. Also das heißt, es ist einfach salonfähiger geworden. Es hat sich weiter verbreitet. Es ist immer mehr in die Mitte vorgedrungen. Eben diese geschichtsrevisionistischen Vergleiche. Und ich glaube, was eben oft da gefehlt hat, war eine Positionierung gegen eben diese Form der politischen Umdeutung, des Rechtspopulismus, der eben so seine Form gefunden hat, weil man eben dann auch dachte, na Mensch, die meinen das doch nicht so, ne? Das wurde nicht so ernst genommen, teilweise wurden sie als Opfer stilisiert und man muss das ja auch irgendwie mal sagen dürfen. Und das ist schon was ich mit Sorge beobachte und vor allem, weil es ja immer auch mit antisemitischen Vorfällen einhergeht. Also schon das Zeigen eines sogenannten Judensterns ist ein antisemitischer Vorfall. Das kann aber auch zum Übergriff werden. Wenn man jetzt an die jüdische Gemeinde denkt, zum Beispiel in Wien, die mehrfach vor Schabbat gewarnt wurde, sie müssten aufpassen, wenn sie in die Synagoge gehen, weil es eben diese Corona-Proteste gab. Das ist wirklich, ja, unerträglich in
diesen Gesellschaften zu sehen, was da passiert ist. Wenn wir jetzt aber mal zurück zum Statistischen und zu den Zahlen kommen, was war, das hat Andreas Zick ja gerade auch schon angesprochen, ist, es gab keinen Anstieg. Und das war ja das, was ganz, ganz viele vermutet haben. Ne? Oh mein Gott, plötzlich sehe ich in meinem Umfeld überall Verschwörungsgläubige, was passiert da? Das gab es doch vorher gar nicht. Und die Zahlen, und das ist auch nicht nur die Mittelstudie, das zeigen ja auch andere Studien, sind so, dass die quantitativen Ausprägungen nicht gestiegen sind, sogar teilweise gesunken sind. So. Und ich glaube, dass da zwei Sachen passiert sind, die sage ich aber noch mit einer ganz großen Vorsicht oder mit einem Konfidenzintervall, wie man vielleicht in der Statistik sagen würde, weil wir da noch gucken müssen. So, ne? Auch Wissenschaft bedeutet, man muss manchmal noch weiter gucken. Das eine, was ich glaube, was passiert ist, ist so eine Art Normeffekt. Es gab eine klarere Verurteilung von Verschwörungsmythen. Die gab es so vorher nicht. Wenn ich überlege, wenn ich zu Vorträgen vorher eingeladen wurde, dann war das immer irgendwie eher so, na, das ist ja ein witziges Thema, so das war so das Niveau, auf dem wir diskutiert haben. Wenn ich dann fertig war mit meinem Vortrag, dann saßen die Leute da mit ja vielleicht enttäuschten oder erstaunten Gesichtern und meinten, naja, so lustig ist das ja doch nicht. Genau, und das war so auch das Level der medialen Berichterstattung. Ne? Die Dokus waren die 10 größten Verschwörungstheorien. Und dann hat man sich so ein bisschen mit den in Anführungsstrichen Freaks oder Verrückten auseinandergesetzt. Und das hat sich ja wirklich verändert. Das Wissen in der Gesellschaft ist extrem viel größer geworden und das freut mich auch. Genau, und ich denke, dieser Normeffekt spielt da wahrscheinlich auch mit rein, dass man sich klarer macht, was stimme ich denn da eigentlich gerade zu? Was sind denn das für Aussagen? Was heißt das denn, wenn ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, die Politik und Medien stecken unter einer Decke, dass sie sich irgendwie jeden Morgen treffen und absprechen und was impliziert das? Und ich glaube, das haben wir, ich vermute aber auch, und wie gesagt, ich unterstreiche hier verbal, dass ich vermute, dass Menschen mit einer starken Verschwörung oder mit einer starken Verschwörungsideologie an unseren Studien auch weniger teilnehmen. Die Wissenschaftsfeindlichkeit, das hat ja zugenommen, das sieht man ja. Wissenschaft ist viel, viel stärker zum Feindbild geworden. Das habe ich auch persönlich erleben müssen im Laufe dieser Pandemie. Und man sieht das auch, dass zum Beispiel jetzt in Telegram-Gruppen dazu aufgerufen wird, nicht an Studien teilzunehmen, Studien zu verfälschen. Also Studien als politisches Vehikel sind wahrgenommen worden. Und deswegen ist eben, denke ich, was auch passiert, ist eben, dass gewisse Leute mit einer starken Ideologie weniger teilnehmen und wir sogar Phänomene vielleicht sogar unterschätzen und es eigentlich doch mehr ist, als man vermutet. Also ich denke, dass beides ist passiert. Ich bin gespannt, was so nächste Analysen ergeben, ob ich recht habe oder nicht. Oder ob einfach alle Menschen plötzlich vernünftiger geworden sind. Wer weiß. Dankeschön. Und die nächste Veranstaltung ist auch schon klar. Wir machen mit Dr. Thomas Krüger vom Umfrageinstitut und UZ Bonn mal eine Diskussion darüber, wie die Rechten die Umfragewissenschaft unterlaufen. Nein, das wäre jetzt spannend, aber wir stellen das zurück. Und ich picke einen Punkt raus, den Pia Lamberti gesagt hat, nämlich diese Diskrepanz zwischen der sozusagen faktischen Realität der Zahlen, die wir messen. Und da muss man ja dazu sagen, das hat Andreas Zick, glaube ich, sehr deutlich gemacht, das ist ja nur das, was wir messen können, was die Menschen bereit sind, uns aus ihren Köpfen zu geben. Und wir können nur das interpretieren. Und das ist noch sehr konservativ interpretiert, weil wir nicht sozusagen überbewerten möchten. Aber trotzdem, wir bewegen uns da sozusagen in einem Interpretationsbereich, aber trotzdem diese Diskrepanz zwischen der Realität der Zahlen und der tatsächlichen gelebten Realität im Alltag, im Leben, im Sein. Suhad Lamrubal, da sind wir auch bei dem Thema Rassismus. Wir sind generell bei dem Thema Abwertung von Menschen, egal aufgrund welcher Gründe und angenommener Wahrnehmung, zu welcher Gruppe denn man gehören würde, Mensch gehören würde. Aber schon sozusagen auch dieses Thema, da haben wir heute auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Wir sehen in den Zahlen erstmal einen Rückgang von klarer Zustimmung zu fast allen Abwertungskategorien inklusive Rassismus. Wir sehen auf der anderen Seite einen größeren teils und Graubereich. Und wir haben das wahre Leben. Und ich zitiere nochmal Andreas Zick, es gibt keinen teils Rassismus. Dein Text, den wir in der Studie aufgenommen haben, einen Fall von Rassismus auch mal praktisch zu schildern und nicht immer nur die Zahlen sprechen zu lassen, zeigt ja, dass die Alltagsrealität sich anders anfühlt. Genau so.
Frage an dich, Suat. Und wir kommen dann auch noch auf die vielen Sachen zu, die du auch nur beruflich machst. Aber trotzdem zuerst die Frage, was geht dir durch den Kopf, wenn hier sozusagen WissenschaftlerInnen sagen, Rassismus geht zurück, die Zustimmung geht zurück und es gibt vielleicht Grund zur Hoffnung? Was geht dir dann durch den Kopf und wie verbindet sich das mit deinem Leben? Ich habe das gar nicht so positiv aufgenommen. Ja, also dieser Graubereich, über den sehr viel gesprochen wird, über den Andreas und ich auch sehr viel gesprochen haben, löst, glaube ich, in uns allen keine Euphorie aus. Und ich finde, das sollte auch bei allen anderen keine Euphorie auslösen. Also auch wenn wir erstmal auf den ersten Blick über einen Rückgang sprechen, ist das kein tatsächlicher Rückgang. Ja. Das heißt, wenn ich mir aus der Perspektive einer Praktikerin diese Zahlen angucke, aus der Perspektive einer Frau, die Teil einer Gruppierung ist, die von Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung betroffen ist. Und so geht es nicht nur mir, sondern ist egal, ob es um meinen Sohn geht, ob es um meinen Mann geht, ob es um meinen Bruder geht. Das ist die Perspektive, mit der ich mir diesen Graubereich anschaue. Und ich möchte nicht sagen, dass es keine Verbesserungen gegeben hat. Es gibt sicherlich Leute, die früher noch eine viel krassere Einstellung hatten, um es mal in der Sprache zu sagen, und die ein wenig offener und toleranter geworden sind. Und man darf bei der ganzen Sache aber auch nicht vergessen, dass das Thema Rassismus auch ein wenig kommerziell geworden ist. Das heißt, wir haben unter diesen Menschen sicherlich dann auch die Gruppierung, die sagt, ich freue mich, mich jetzt auch mal zu engagieren und ich nehme meinen Schützling an die Hand oder ich tue etwas Gutes für die arme migrantische Community. Das klingt erstmal ganz gut. Also diese Stimmung haben wir ja seit 2015 ein bisschen in der Gesellschaft. Aber auch diese ist ja gewissermaßen gefährlich. Das heißt, es gelingt uns schon, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, aber dass wir tatsächlich gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind, das gelingt uns nicht. Und der andere Graubereich ist sicherlich diejenigen, bei denen die gewisse rassistische Strukturen lediglich subtiler geworden sind. Und deshalb ist für mich kein Grund zur Euphorie. Wir müssen aufpassen, das heißt mit dem Blick in die migrantische Community, also das, was ich schildere in dem Buch, mein Fall, ich bin kein Einzelfall. Das möchte ich klarstellen. Und ich möchte auch dafür sozusagen sensibilisieren. Ich finde es immer bemerkenswert, welch Erstaunen ausgelöst wird, wenn über einen alltagsrassistischen Übergriff erzählt wird. Es hat etwas Schönes, etwas Positives, weil da ist Empathie, da ist Mitgefühl. Aber auf der anderen Seite zeigt das nochmal ganz klar, wie weit wir von betroffenen Personen entfernt sind. Das heißt, das, was für uns Alltag ist, das ist für viele Menschen ganz, ganz weit entfernt. Und das ist das, was mich gewissermaßen erschreckt. Du bist ja Projektleiterin Migration und Bildung bei der Behördenspiegel-Stiftung, zugleich aber auch im Amt für Migration und Integration in Düsseldorf, sagen Verwaltung mittendrin. Du bist aber auch Vereinschefin von einem Verein, der heißt Vielfalt verbindet und bist sozusagen an ganz vielen Ecken aktiv und hast natürlich sagen Einblicke, die du mit uns teilen könntest. Ganz einfach formulierte Frage, nützen solche Studien wie die Mitte-Studie der migrantischen Community in Deutschland, der Community von People of Color, der Community von Menschen, die alltäglich von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, nützen solche Studien irgendwas? Absolut. Die Studien sind super wichtig für uns, weil ein großes Problem, und ich spreche ganz gezielt von uns, ein ganz großes Problem ist ja, dass uns immer wieder eingeredet wird, dass das lediglich unsere Wahrnehmung ist. Rassismus ist, gibt es eigentlich so gar nicht. Wir sind einfach nur zu empfindlich und wir brauchen sozusagen Elemente, wir brauchen Methoden, die das Ganze nochmal unterstützen und deshalb brauchen wir diese Studien immer wieder. Wir haben es schon schwer. Also wenn wir uns fragen, wofür solche Studien gut sind, dann dienen die natürlich auch dem Empowerment der migrantischen und schwarzen Community. Ja? Wir müssen aber natürlich, und das finde ich, das gelingt der Mitte-Studie sehr, sehr gut, die Brücke schlagen zu der migrantischen Community. Wir müssen da besser kommunizieren. Wir müssen in einfacher Sprache kommunizieren, sodass wir auch verstanden werden als ein Instrument, das zur Stärkung dieser Menschen auch da ist. Also von daher, für uns wäre es fatal, wenn es noch weniger Studien geben würde. Und von daher warne ich auch dafür. Es war ein harter Kampf und wir kämpfen ja immer noch dafür, dass es überhaupt Rassismusstudien gibt.
Es würde unseren Kampf sicherlich noch viel hoffnungsloser machen. Vielen, vielen Dank. Es gibt ganz viele Punkte, die ich noch mit dir besprechen möchte, mit euch allen. Aber ich komme jetzt erstmal zu Beate Küpper. Professor Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein. Seit vielen Jahren Autorin und Herausgeberin der Mitte-Studie. Und du hast, wie sagt man so schön, Finger in every pie. Du hast an vielen der Kapitel mitgearbeitet, steckst wirklich zutiefst in den Zahlen drin. Und ich weiß gar nicht, auf welches Thema ich mich bei dir stürzen soll. Ich habe mir eins rausgepickt, weil ich glaube, dass es relativ relevant ist oder vor allem noch relevanter werden wird. Und das ist der Blick auf das Thema Klima und die Frage, inwiefern dieses Thema zum einen Offenheit schafft für die Mitte in Richtung rechte Einstellungen und Vorurteile oder Einstellungen, ja, Einstellung trifft es schon ganz gut, und Überzeugungen. Zum anderen aber auch andersrum, ob dieses Thema Klima und die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen für den Klimaschutz und so weiter und so fort auch irgendwie eine Scharnierfunktion, ein Einfallstor bietet, für die extreme Rechte Fuß zu fassen in der Mitte. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen ausholen. Andreas Zick hat ja schon ein bisschen einen Vortrag gemacht, aber das würde mich jetzt interessieren. Ja, das Thema Klima haben wir erstmalig jetzt in der Mitte aufgegriffen, in der Mitte-Studie, weil es im Moment natürlich so doll diskutiert wird, aber eben auch, weil es zunehmend im Fokus von Akteuren von rechts außen steht. Und zwar ganz explizit im Fokus. Nach der sozusagen Migration jetzt auch das Thema Klima explizit aufgegriffen wird. Das Thema haben wir zusammengeschrieben mit Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung und unserer Mitarbeiterin Maike Rump. Fritz Reuswig kennt sich hervorragend aus in diesem ganzen Klimathema. Und er hat uns nochmal auf eine Studie verwiesen von vor 10 Jahren, die genau das Gleiche gefragt hat, nämlich inwieweit die Menschen an einen von Menschen gemachten Klimawandel eigentlich glauben, inwieweit sie davon überzeugt sind, dass es einen solchen Klimawandel gibt. Und wir können ganz klar jetzt zeigen, dass in den letzten 10 Jahren die Überzeugung eines menschengemachten Klimawandels ganz deutlich zugenommen hat. Also die große Mehrheit ist davon überzeugt. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Thema Klima und damit auch verbunden Klimawandelleugnung und auch Haltung zur Energiewende in zweierlei Hinsicht offen ist für die Thematik der Hauptthematik der Mitte-Studie. Auf der einen Seite sehen wir schon, ich sag mal, das Thema Natur, auch verbunden mit Heimat, auch die Verbindung mit Rasse, ich benutze jetzt absichtlich dieses Wort, hat gerade in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland eine sehr üble Vergangenheit, eine ganz lange Vergangenheit. Und wir können durchaus, ich sage mal jetzt nicht erst seit kurzem, sondern seit ich verkürze das jetzt mal über einem Jahrhundert und noch viel länger, hier lange Bezüge sehen, wie über diese Themen sozusagen die Verbindung auch in den harten Rechtsextremismus schon immer da war. Das ist das eine. Wir wissen gleichzeitig, dass aber auch aus dem Engagement für Natur, aus dem Engagement für Umwelt, auch das im Positiven verbunden ist mit einer, ich sag mal, offenen Grundhaltung gegenüber der Gesellschaft, nicht nur gegenüber der Natur. So, also das heißt, dieses Thema wird immer von zwei Seiten, ist schon immer bespielt worden. Und wir können jetzt sehen, dass wenn wir auf der einen Seite über das Thema Klima reden, ja, der Großteil der Befragten, 70% fast, sehen den Klimawandel als große Bedrohung, und wie ich es gerade schon sagte, der Klimawandel wird auch als von Menschen gemacht, überzeugt gesehen. Wir haben aber gleichzeitig, und das macht sozusagen auch die Ambivalenz und zum Teil auch Bigotterie aus, die wir bei vielen anderen Themen, auch beim Thema Rassismus beispielsweise sehen können, dass dann versucht wird, weil das ja sozusagen uns wie viele andere Dinge nun fordern würde, das wieder ein bisschen zurückzunehmen. So glauben zum Beispiel 8% behaupten, die meisten Studien, die den Klimawandel belegen, sind gefälscht, aber noch weitere deutlich mehr Prozent sagen ja zumindest teils. Und hier können wir sehen, wie das Thema Klima eben dann auch offen ist für die Aufladung durch den Populismus, dass eben beispielsweise dann behauptet wird, naja, die
Klima, es geht um die Kommunalpolitik stecke mit der Klimalobby, so haben wir das formuliert, weil das sozusagen aus dem im Feld so ähnlich formuliert wird, unter einer Decke, oder es ginge nur um die Bereicherung. Und dann können wir sehen, dass eben auf der einen Seite da durchaus ein Bewusstsein zwar für den Klimawandel und auch die Notwendigkeit, etwas zu tun, besteht, aber das wieder zurückgenommen wird. Und das dann auch offen ist für den Populismus, und zwar in beide Richtungen. Auf der einen Seite, und das ist sozusagen auch hier eine Vermutung, weil wir keine Längsschnittstudie haben, aber wir vermuten, dass es offen ist in zwei Richtungen. Nämlich einmal, dass der Populismus und insbesondere der Rechtspopulismus sich des Klimathemas und des Energiewendethemas ganz gezielt bedient, weil er damit auch Ängste und Bedrohungen bedient. Insofern, du musst dein Leben ändern. Der Klimawandel verlangt von uns allen, dass wir etwas verändern. Und Veränderung ist etwas sozusagen, was immer auch ein bisschen Angst macht und man darüber dann die Menschen auch leicht erwischen kann und gerade auch natürlich Menschen bekommen kann, die vielleicht aufgrund, weil sie einkommensschwach sind, tatsächlich auch Sorgen haben, was kostet mich das alles? Das ist sozusagen das Einfallstor, die werden versucht, damit abzuholen. Und umgekehrt können wir aber auch, und das ist unsere Vermutung, dass über das Thema Klima- und Energiewende eben auch umgekehrt Menschen, die sich da einfach dagegen sind, aus anderen Gründen, die einfach Argumente suchen, sich populistisch aufladen und dann überspringen zu weiteren Populismen. Und das können wir tatsächlich empirisch zeigen in der Studie, wie eng die populistische Aufladung des Thema Klimas, die Zustimmung auch zu Verschwörungsmythen in Zusammenhang mit dem Klimawandel, zusammenhängt mit Verschwörungsmythen ganz anderer Art, übrigens auch mit antisemitisch aufgeladenen Verschwörungsmythen und auch mit Verschwörungsmythen in Zusammenhang mit Corona. Das ist ja sozusagen, es würde sich jetzt anschließen, direkt Martin Schulz zu fragen, wie man mit diesem Thema auch in der sozusagen politischen Bildung und in der politischen Diskussion und Debatte auch in der von MandatsträgerInnen umgeht. Also man kann ja sozusagen jetzt vermuten, Weg 1 wäre, wir schlagen uns jetzt sozusagen auf die Seite, ich formuliere jetzt spitz, auf die Seite des kleinen Mannes und setzen uns auch ein dafür, dass der Benzinpreis nicht steigt, alle weiter ihr Fleisch essen dürfen und wir auch noch die verdiente, weil hart erarbeitete Reise nach wo auch immerhin machen dürfen mit dem Flugzeug, auch wenn es eine kurze Strecke ist. Man könnte aber ja auf der anderen Seite auch sagen, wir versuchen klarzumachen, dass dieses Thema uns sehr, sehr wichtig ist. Wir das sozial verträglich gestalten, damit sozusagen keine Kriseneffekte oder so möglichst wenige passieren und die Rechten sozusagen da kein Einfallstor haben. Frage an dich, Martin, mit deiner Perspektive der vielen Jahre der Erfahrung, und das wird jetzt sozusagen ein kleines bisschen weiter, du bist es gewöhnt, mit Menschen zu diskutieren und solche schweren Themen, die erstmal auf den ersten Blick anschlussfähig sind, auch für, ich nenne es jetzt mal populistische Äußerungen, du kennst in deiner Gegend ganz viele Menschen, wirklich hart arbeitende Menschen. Wie geht man mit sowas um, sozusagen Menschen zu verstehen und nah dran zu sein, gleichzeitig aber nicht in abwertende, menschenfeindliche oder eben auch populistische, rechtsextreme Diskussionen reinzurutschen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, weil das ist ja schon ein krasses Spannungsfeld. Frau Küpp und ich haben neulich mal bei einer Videokonferenz festgestellt, dass wir aus einem ziemlich ähnlichen sozialen Umfeld kommen, aus einem ähnlichen Stadtviertel in Essen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass so von seiner Sozialstruktur meiner Heimatstadt, wo ich viele Jahre Bürgermeister war, ähnelt Nordrhein-Westfalen Postmontanstrukturen, also nach Bergbau. Und der Braunkohlentagebau Garzweiler und Hambach, die liegen bei mir vor der Haustür. Ich bin mit dieser Gegenüberstellung von die Löcher müssen dicht gemacht werden, weil der Klimawandel ist da. Der CO2-Ausstoß muss reduziert werden. Und die Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden. Und dadurch verliert ihr eure Arbeitsplätze. Damit bin ich konfrontiert. Dass die, die da arbeiten, sagen, mal, hast du so eine Ahnung? Wo gehe ich denn arbeiten? Wo kriege ich denn mein Brot her? Wo ernähre ich meine Kinder mit? Das ist mein Alltag. Aber nicht erst seit gestern, sondern ich bin neben so einem Braunkohlentagebau geboren. Und dann bin ich Bürgermeister einer Steinkohlenstadt geworden. Und dann wurde die Steinkohle dicht gemacht. Und die Steinkohlenbergleute gingen in die Braunkohle.
und jetzt wird die Braunkohle dicht gemacht. Also dieser Begriff Strukturwandel hat mein ganzes Leben geprägt, unbegleitet. Und die Menschen, mit denen ich da zusammenlebe, auch. Und die haben noch jeden Strukturwandel überlebt und auch jeden akzeptiert. Weil sie am Ende, das war übrigens immer ein großes Privileg der Arbeiterbewegung, dass sie am Ende irgendwie die Kraft aufbrachte, Einsicht in pragmatische Notwendigkeit zu haben und die Kraft aufbrachte, diese Herausforderung durch Solidarität zu meistern. Diese Arbeiterbewegung gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Wir erleben heute, dass wir, wenn wir über die Arbeiterbewegung reden, haben wir die Industriearbeiter am Fließband vor Augen. Die haben in der Regel gut dotierte Tarifverträge. Aber das Prekariat der Subunternehmer von Amazon und Lieferando, die nicht, die sind häufig viel solidarischer, wenn es um Antirassismus geht, als der Rest der Gesellschaft, weil sie diesen Rassismus selbst oft im Alltag erleben, vielleicht nicht wegen ihrer Hautfarbe, aber weil sie von oben herab wie Dienstboten behandelt werden, weil ihnen der gesellschaftliche Respekt für die Arbeit, die sie da leisten, verweigert wird. Das gilt übrigens auch für Leute im Pflegebereich oder woanders, die nicht alle wunderbare Tarifverträge haben, manche ja, andere überhaupt keine. Oder die sich selbst ausbeutenden Scheinselbstständigen, die es in allen Bereichen gibt. Ich sage das, weil ich glaube, dass der gesellschaftliche Umbruch, in dem wir leben, mitgedacht werden muss, wenn wir die Antwort auf die von dir gestellten Fragen suchen. Jetzt versuche ich das mal aus meiner Alltagserfahrung und verbunden mit einer ganz großen Sorge, die ich habe, zu beschreiben. Ich mache es mal ganz praktisch. Ich habe einen guten Freund, der isst gerne Schokoladenkekse. Und er hat immer Balsen Afrika gekauft. Das ist so eine Dose, da sind dunkle, schwarze Schokoladenplätzchen drin, die du so zum Kaffee trinkst. Und da stand drauf Balsen Afrika. Die gibt es nicht mehr. Weil die Firma Balsen hat die aus dem Verkehr gezogen mit der Begründung, das sei rassistisch. Die heißen jetzt anders. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber Balsen in Afrika gibt es nicht mehr. Jetzt sagt er zu mir, kannst du mir mal sagen, was das soll? Bin ich jetzt Rassist, weil ich da Schokoladenplätzchen gerne habe? Naja, bist du nicht, aber was hast du dagegen, dass Balsen in Afrika aus dem Verkehr gezogen wird? Er sagt, ich habe ein Leben lang Balsen in Afrika gegessen und ich bin ein anständiger Mensch, ich bin kein Rassist. Der fühlte sich durch die Entscheidung dieses Unternehmens betroffen. Das ist jetzt vielleicht so, und dann habe ich mit ihm diskutiert. Der Begriff People of Color, den du eben genannt hast, versteht er gar nicht. Du weißt er gar nicht. Wenn ich mit ihm über Gender-Debatten rede, der weiß er nicht, was Gender ist. So geht es ganz vielen Leuten. Und zwar die Leute, an die wir ran müssen, um den Alltagsrassismus zu bekämpfen, die wir gewinnen müssen. Dafür, dass sie sagen, Respekt, Toleranz und Würde ist ein Grundsatz, den ich auch beherzige. An die kommen wir nicht ran, wenn wir eine Haltung einnehmen, dass das, was sie teilweise nicht verstehen, die Zusammenhänge, die sie teilweise nicht durchblicken, dazu führt, dass sie bestimmte Normen verletzen, unbewusst vielleicht und gar nicht mit Vorsatz, und dann irgendjemand kommt, der ihnen unterstellt, sie würden es mit Vorsatz und ohne weitere Reflexion und Überlegung tun und seien Rassisten. Diese Leute sind das Ziel der extremen Rechten. Diese Leute wollen die gewinnen. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, wie kommen wir an den Mann ran in meinem Wahlkreis, den ich seit Jahrzehnten kenne, hochanständiger Mann, der glaubte, Identitätsdebatte hätte was mit dem Personalausweis zu tun. 100%. Das ist, hör mal, ihr redet da immer über Identitätspolitik in Berlin. Was ist das? Und ein anderer ihm sagte,
Das sind die Engländer, das heißt in Englisch Identity Card. Das ist, hat man hier mit den Maßnahmen, dann den biologischen Maßnahmen für den Ausweis, hat er gesagt. So. Dann habe ich ihm gesagt, das heißt biometrische Maßnahmen und es hat nichts mit dem Ausweis zu tun, sondern geht darum, dass du anständig zu anderen Menschen sein sollst, dass du nicht Minderheiten bashen sollst. Was ist bashen? Also habe ich gesagt, dass du nicht Minderheiten verleumden sollst. Antwort von dem, was meinst du, was der mir geantwortet hat? Mache ich doch gar nicht. Richtig, so mache ich nicht. Ich respektiere alle Menschen. Ich war Bergmann, unter Tage vor der Kohle sind alle schwarz. So, was sage ich diesen Leuten? Das ist eine Frage, die ich, weil du mich gefragt hast, wir sind eine politische Bildungseinrichtung. Was machen wir in der politischen Bildung? Ich sage nochmal, der Diskurs von Berlin-Mitte ist nicht der Diskurs der Republik. Und wenn wir es nicht schaffen, Instrumente zu entwickeln, dass wir mit einem, insbesondere für die Sozialdemokratie, für die Linke insgesamt, die für sich den Anspruch erhebt, die Unterprivilegierten zu vertreten, aber längst nicht mit der Sprache dieser Unterprivilegierten spricht, wenn wir es nicht schaffen, eine Kommunikationsebene herzustellen, die diesen Leuten nicht den erhobenen Zeigefinger zeigt, sondern die offenen Arme, sie aufzunehmen, so wie sie sind, sie zu akzeptieren, so wie sie sind, möglicherweise auch mit Schwächen. Und dann zu sagen, wir helfen euch dabei, eure Teils-Teils-Haltung aufzugeben. Wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, werden wir nicht erfolgreich sein. Ich weiß, dass das so umstritten ist, was ich da sage. Ich weiß auch, dass ich damit ständig, also ich provoziere damit ständig auch in der Bundestagsfraktion Widerspruch, weil ich würde sagen, ja, aber das ist alles zu verständnisvoll, aber ich bleibe bei meiner Linie. Du wirst die Leute nicht zwingen, nicht rassistisch zu sein. Du kannst keinen zwingen, du musst überzeugen. Aber um jemanden zu überzeugen, musst du sein Vertrauen gewinnen. Und um das Vertrauen zu gewinnen, musst du auf ihn zugehen. Sie können da lächeln, aber ich sage Ihnen jetzt eins. Ich war Bürgermeister 1989. Einer Stadt von 38.000 Einwohnern, die über Nacht rund 1.000 Flüchtlinge aus dem Kongo bekam. 1.000. Ich war ein Bürgermeister, der Turnhallen beschlagnahmt hat, Industriegebäude beschlagnahmt hat, um da Menschen unterzubringen. Und das hat mir zum ersten Mal in meinem Leben Personenschutz eingebracht. Und ich habe jedem gesagt, solange ich Bürgermeister in dieser Stadt bin, wird hier das Grundgesetz angewendet. Und das Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, egal was er für eine Hautfarbe hat. Da habe ich gekämpft, richtig gekämpft. Und habe diesen Kampf auch am Ende gewonnen. Übrigens mit der Unterstützung der Kirchen, die mir dabei sehr geholfen haben. Der evangelische und der katholische Pfarrer, der sagt, der Bürgermeister hat recht. So. Ich möchte diese Zeit nie wieder erleben, weil ich diesen Hass und Kandidierten bei der Kommunalwahl, die Republikaner, bei uns zum ersten Mal. Ich habe sie geschlagen, sie sind nicht in den Rat der Stadt eingezogen. Aber ich will Ihnen eins sagen, die Überzeugungsarbeit, die ich dort leisten musste, hatte etwas damit zu tun, dass die Menschen, die sich überfordert fühlten, die plötzlich nicht mehr in die Turnhalle konnten, die plötzlich Angst hatten, weil da junge, kräftige Männer durch die Stadt zogen, die nichts zu tun hatten, und irgendwelchen Blödsinn angerichtet haben, die mir sagten, du bist der Schuldbürgermeister, ernst genommen habe. Und denen nicht gesagt habe, du bist ein Rassist, du Blödhabel, sondern gesagt habe, ich verstehe deine Angst, ich kann das verstehen, lass uns mal miteinander diskutieren, wie wir das Problem so lösen, dass du keine Angst mehr haben musst und ich meine Pflicht tun kann. Und dieser Dialog, der war schwer und kompliziert, aber hat sich gelohnt. Und deshalb bin ich ein absoluter Anhänger dafür, dass wir Leute nicht mit dem erhobenen Zeigefinger darauf hinweisen, dass sie was Falsches sagen, sondern sie mit offenen Armen vielleicht aufnehmen, versuchen sie zu überzeugen, dass das, was sie immer gedacht haben, möglicherweise in der Zukunft so nicht mehr haltbar ist und verändert werden muss. Vielen Dank, Martin Schulz. Da gäbe es jetzt definitiv Ansatzpunkte für eine ganze Veranstaltung. Trotzdem drehe ich mich direkt mal zu dir um, Suat.
der Diskurs in Düsseldorf, wenn wir schon nicht vom Diskurs in Mitte, Berlin-Mitte sprechen. Das, was hier gerade beschrieben wurde, ist Realität. Genauso ist Realität, dass aber Menschen, schwarze Deutsche, Menschen, die von Rassismus betroffen werden, immer wieder auch gesagt bekommen, ihr seid zu sensibel, was habt ihr denn mit den Keksen? Zum Beispiel der Kollege, der, ich vertraue da Martin Schulz, bestimmt kein Rassist sein möchte. Warum ist der so irrational betroffen davon, dass es jetzt die Keksorte nicht mehr gibt? Und wie kriegt man es hin, dass diese Menschen sozusagen, die ja auf einer anderen Ebene Solidarität miteinander, egal unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer, fühlen, nicht an anderen Stellen sozusagen abwertend reagieren? Und der Diskurs in Düsseldorf zu diesem Thema würde mich dann jetzt sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich von einem Diskurs in Düsseldorf sprechen kann. Ich glaube, ne? Warum ich eben auch so gelächelt habe, das möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz aufgreifen, ist, es macht mich schon, ich weiß nicht, ein wenig fassungslos, wenn wir anfangen, Leute davon zu überzeugen, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen viel mehr lernen, Dinge zu akzeptieren, die uns gewissermaßen auch fremd sind. Ich stimme Herrn Schulz natürlich zu, wenn wir sagen, die Angebote müssen niederschwelliger sein. Wir müssen mehr informieren. Wir müssen mehr zufällige Räume der Begegnung schaffen, sozusagen. Aber gleichzeitig muss es auch klar sein, dass nur Betroffene selber, Menschen, die von Rassismus und von Ausgrenzung betroffen sind, die Grenzen nennen. Und das ist ja dieselbe Diskussion, das mit den leckeren Keksen ist ja die gleiche Diskussion als die Diskussion über die Herkunft. Wo kommst du eigentlich her? Die Frage nach der Herkunft. Ja? Die Menschen, die fragen, wo kommst du eigentlich her, die meinen meist auch nichts Böses. Dennoch müssen wir akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die damit verbinden, als allererstes signalisierst du mir, dass ich nicht von hier bin und ich möchte nicht mit einer anderen Herkunft in Verbindung gebracht werden. Völlig losgelöst davon, ob wir es gut meinen oder nicht gut meinen. Wir müssen lernen, diese Grenzen zu wahren, auch wenn es uns fremd ist. Und dass es diesen Mann so betroffen macht, das ist auch klar, weil er hat es viele Jahre nicht anders gemacht. Das ist überall da, wo Gewohnheit ist, ist es sehr, sehr schwer, Menschen gewissermaßen nochmal dafür zu sensibilisieren. Und den muss man anders begegnen, mit Kommunikation, Brücken schaffen. Aber es darf nicht so sein, dass wir einen stärkeren Fokus auf diese Menschen legen, als auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und viel mehr Mitgefühl und Sensibilität diesen Menschen entgegenbringen, als Angebote und Strukturen und Angebote von Empowerment Menschen, für Menschen zu schaffen, die davon betroffen sind. Also da muss ein gesundes Gleichgewicht einfach her. Ich sage es völlig allgemein, Herr Schulz. Ich sage nicht, dass Sie das gesagt haben, sondern ich glaube, wenn ich nach Lösungsansätzen gefragt werde, dann sage ich, der Lösungsansatz ist natürlich, diese Zielgruppe nicht aus dem Auge zu verlieren, aber nicht zu viel Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe entgegenzubringen, sodass wir die andere Zielgruppe, die tatsächlich betroffen sind, ist von Rassismus, von Ausgrenzung, von Diskriminierung zu verlieren. Ja. Das ist einfach der Spagat. Das ist das, was unsere, Entschuldigung, Herr Schulz, das ist das, was unsere Arbeit ja so schwer macht. Ja, das ist die Herausforderung, die wir tagtäglich haben, beide Interessen gleichermaßen zu vertreten. Und ich glaube, weil Herr Schulz auch gerade von Alltagsrassismus gesprochen wird, Alltagsrassismus ist nicht nur das Problem der Keksdose oder die Frage nach der Herkunft. Alltagsrassismus ist auch der Fall, den ich im Buch schilder. Alltagsrassismus ist mein Sohn, um es jetzt mal direkt zu outen, der auf dem Weg nach Hause in der S-Bahn angegriffen wird. Wird, der gewürgt wird, dem ins Gesicht geschlagen wird, dem mit Mord gedroht wird. Das ist auch Alltagsrassismus. Alltagsrassismus ist auch, wenn mein Sohn als Neger beschimpft wird beim Fußball. Alltagsrassismus ist, wenn mein Bruder, der bekannte Comedian, wenn er beschimpft wird als Osama Bin Laden. All das ist Alltagsrassismus. Es ist so facettenreich, aber wir brauchen uns auch nicht zu verharmlosen. Das möchte ich einfach auch noch mal sagen, weil Alltagsrassismus in seiner Gewalt vielen Menschen so in der Wucht und in der Ausprägung vielen Menschen gar nicht klar ist.
genau, und das versucht die Mitte-Studie auch zu schaffen, sozusagen dieser Schritt von Einstellungen über, Moment, sofort. Ich würde gerne mal was zu sagen. Ja, sofort, ich möchte den halben Satz nur sagen und dann bekommst du sofort das Wort. Ich wollte nur sagen, die Mitte-Studie versucht ja genau diese Diskrepanz zwischen den Einstellungen und dem Handeln zu zeigen und deswegen wollte ich direkt zu dir wieder zurück überleiten, das ist ja was, was man, wenn wir unsere Gesellschaft demokratisch zusammenhalten wollen, auch verbinden muss. Deswegen Frage an dich und deine Möglichkeit auch auf so zu reagieren, wie schaffen wir diese beide total ernstzunehmenden Lebenshaltungen zusammenzubringen, anstatt uns auseinanderdividieren zu lassen? Das würde ich gern fragen. Die Frage, die mir gestellt worden war, war, wie kommen wir an diese Teils-Teils-Leute ran? Dann muss ich, tut mir leid, über diese Teils-Teils-Leute reden und versuchen zu erklären, wie meine Meinung ist, dass wir an die rankommen. Damit habe ich erstens die möglicherweise rassistische Haltung nicht nur nicht verteidigt, ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe sie versucht praktisch zu beschreiben. Zweitens, die Frage, wenn wir an die rankommen, ist auch eine Frage der Dialogplattform. Sie haben dann selbst gesagt, möglicherweise niederschwellig. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Die Probleme, die Sie beschreiben, und das ist, deshalb ist das ganz wichtig, dass ich das hier nochmal klar mache, sind dramatische Probleme, die in einem Land auftreten, in dem es Führungsversagen gibt. Und dass ich hier, deshalb bin ich ein bisschen sensibel, in die Nähe von Leuten gerückt werde, die ihrem Führungsversagen oder in der Gefahr bin, dahin gerückt zu werden, die ihrem Führungsversagen, ihrer Führungsverpflichtung nicht nachkommen, da will ich jetzt mal ganz klar machen. Ich glaube, dass in einem Land, in dem es ihrem Sohn so geht, wie es ihm geht, die politische Führung aufstehen muss und sagen muss, das gibt es in unserem Land nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die das machen. Und kann ich Ihnen sagen, ist auch nicht ganz angenehm, klar, kriegst du es auch richtig drauf. Und können gerne mal in meine Internet- oder wie diese Dinger heißen, in diese sozialen Medien-Accounts gehen. Dann schauen Sie sich mal an, was ich jeden Tag von morgens bis abends, auch nach dieser Sendung, ertragen muss, was ich für einen Drecksack bin, für ein Schwein hingerichtet werden muss, Niggerfreund, weiß der Doppelband, was ich da, jeden Tag. Das bringt mich nicht davon weg, zu sagen, wer ein Rassist ist, ist ein Rassist und das sage ich dem auch. Und dein Rassismus hat in diesem Land keinen Platz und du bist ein Verfassungsfeind. So, ich würde mir wünschen, wir hätten noch eine Regierungschefin, die mal so reden würde. Es gibt Staaten, in denen es Regierungschefs gibt, die machen das. Die gehen in die Öffentlichkeit und sagen, in meinem Land dulde ich das nicht. Genau, aber ist das nicht genau der Punkt? Also irgendwie gibt es so eine Idee, irgendwie in diesem Land hat Rassismus keinen Platz, kein Antisemitismus keinen Platz und so weiter. Aber das stimmt ja nicht. Also es hat ja Platz. Es wird sich ja ganz oft nicht positioniert. Und ich greife jetzt Sie überhaupt nicht an, ich beschreibe die Situation. Und es gibt in der antisemitismuskritischen und in der rassismuskritischen Bildungsarbeit einen Ansatz, den ich sehr schätze, nämlich der Selbstreflexion. Man fängt bei sich selber an. Man überlegt, wo reproduziere ich diese Inhalte oder wie bin ich in eine Gesellschaft eingebettet? Welche Privilegien habe ich? Welche Vorteile habe ich? Welche Bilder habe ich im Kopf? Und das kann man als Individuum machen. Das kann man aber auch als Verein machen. So, ne? Also, weiß ich nicht, welche Tradition hat der Schützenverein? Das kann man auch als Partei machen und zu gucken, also ne, mit Verlaub, es gibt, glaube ich, keine Partei, die nicht auch zumindest in Einzelpersonen rassistische Personen bei sich hatte oder antisemitische Personen oder populistische. Und wenn man sich damit anfangen würde, auseinanderzusetzen, anstelle immer zu sagen, Rassisten, Antisemiten, das sind die anderen, ich glaube, dann wären wir alle einen Riesenschritt weiter, weil natürlich, wir sind in dieser Welt. So, wir sind in sexistische Strukturen eingebunden. Genau, und ich finde aber auch den Punkt, den Sie gemacht haben, nämlich Klassismus, das auch nochmal mitzudenken, auch total wichtig, weil das ist natürlich ein Thema. Bildungsarbeit wird häufig von Menschen mit Studium gemacht.
macht. Das erreicht vielleicht manche nicht in der Sprache, die dann nicht wissen, was das ist. Aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, auch zu sehen, was machen Dinge mit Betroffenen, ist unglaublich wichtig. Und es gibt so ein, also zumindest aus dem Antisemitismus kenne ich den Ansatz, dass man sagt, es braucht so drei Quellen, um zu verstehen, wie ist das Phänomen ausgeprägt. Das sind quantitative Studien wie die Mitte-Studie, so was macht die Mehrheitsgesellschaft eigentlich. Das ist sowas wie zum Beispiel die Polizeistatistiken, da sehen wir, Antisemitismus ist angestiegen. So, ne? Es gibt da eine Zunahme. Und es ist die Perspektive der Betroffenen, ohne die wir auch die Schwachstellen der anderen Studien oder der anderen Daten überhaupt nicht verstehen können. Und nur in diesem Dreiklang verstehen wir ein Phänomen. Und das, glaube ich, muss alles zusammen gesehen und gedacht werden. Ja. Zu ergänzen. Und ich glaube auch, dass Alltagsrassismus sich wirklich nur so ausbreiten kann, wenn es auch aus unterschiedlichen Bereichen mitgetragen wird. Wenn wir ganz kurz nochmal auf meinen Fall eingehen, den Fall von Alltagsrassismus, dann ist es ja nicht nur sozusagen, dass wir gegen Menschen agieren müssen, die solche Anschläge, die solche Übergriffe verüben, sondern wir haben eine Gesellschaft, die wegschaut. Auch das war ja das Problem. In dem Buch sagt der Betroffene ja selber, ich weiß nicht, was schlimmer war. War es derjenige, der mich geschlagen hat, gewürgt hat, mich töten wollte? Oder war es die Gesellschaft, die Menschen, die da standen und einfach nur zugeguckt haben? Und dann gibt es auch noch einen anderen Bereich, auch da passiert noch zu wenig. Natürlich, Politik, Krisenverantwortung, da muss was passieren. Aber der ganze Bereich der Sicherheitsbehörden. Weil am Ende stehen wir, und so geht es ganz, ganz vielen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist man in einer Situation, in der man solche Fälle, die verlaufen sozusagen im Sande. Auch unser Fall ist kurz davor, obwohl der Staatsschutz eingeschaltet ist, obwohl wir es so weit geschafft haben, dass wir gesagt haben, okay, es ist ein rassistischer Übergriff, kurz vor der Einstellung. Und da müssen wir stärker werden. Und ich glaube Herrn Schulz jedes einzelne Wort. Ich glaube, dass er sicherlich dafür ist, dass wir härtere Strukturen haben, dass die Politik sich da auch positioniert. Aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die diesen Alltagsrassismus überhaupt so entfalten lassen. Wo wir noch ran müssen, auf alle Fälle. Martin, ich komme auch direkt wieder auf dich zurück, aber vorher möchte ich gern Beate Küpper fragen. Wir haben ja genau dieses Thema auch gerade im Sport. Wir diskutieren gerade, ob eine Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten darf, um ein Zeichen zu setzen für Homophobie, also gegen Homophobie und die Frage, ob Sport jetzt politisch sein darf und so weiter. Wir haben in der Mitte-Studie ja auch explizit mit Hannes Delto und mit den anderen Autorinnen des Kapitels zum Thema Sport auf den Ort des Sportvereins exemplarisch für sozusagen auch so eine Vereine und so weiter geschaut. Kannst du vielleicht das nochmal zusammenbinden? Das hängt, glaube ich, alles miteinander zusammen und Sport wäre jetzt ein guter Punkt, um vielleicht auch nochmal auf diese Handlungsebene zu schauen. Also der Sport ist ja exemplarisch zu anderen Organisationen und Vereinen ein Raum, der sehr viele unterschiedliche Menschen erstmal zusammenbringt. Und zwar auch jenseits sozusagen der üblichen Zirkel, auch jenseits der, ich sag mal, der akademischen. Da machen alle mit. Und Hannes Delto hat deswegen heute nochmal auch auf die Seite, oder morgen steht es auf der Seite der FAS, nochmal ein längeres Interview aus der Sicht der Sportsoziologie auf dieses ganze interessante Feld des Sports geworfen. Denn im Sport haben wir ja genau sozusagen alles das, worum gerade die Diskussion geht, können wir ja im Sport exemplarisch sehen, übrigens auch in den Gewerkschaften, übrigens auch in den Kirchen. Nämlich einmal das Potenzial zusammenzubinden. Einmal das Potenzial, sehr, sehr unterschiedliche Menschen in all ihrer Vielfältigkeit, Heterogenität zusammenzubringen, das ist das eine. Und deswegen haben wir ja an diese Organisation, insbesondere auch an den Sport, so eine Hoffnung, und er selber nimmt das ja auch für sich in Anspruch, dieses Zusammenbinden, auch diesen Zusammenhalt und auch das Demokratische zu fördern, das ist das eine. Jetzt haben wir gleichzeitig natürlich auch in diesen Räumen, sei es Gewerkschaft, Kirche oder eben auch die Sportvereine, jede Menge Alltagsrassismen der heftigsten Art. Und wir haben eben auch jede Menge Alltagssexismen, Homophobie, also die Abwertung von LSBTQ, von lesbisch, schwulen, Transmenschen und so weiter. Das hat sozusagen auch im Sport ist tief verankert im Sport, weil es tief verankert in der Gesellschaft ist. Und im Sport können wir jetzt genau ja dieses, ich sag mal, das Ringen sehen. Auf der einen Seite das, was Pia Lamberti gerade angesprochen hat, sozusagen dieses sich deutlich positionieren und artikulieren, Stichwort Regenbogenflagge jetzt, die Diskussion leuchten oder nicht leuchten.
Gleichzeitig sehen wir aber auch die ganze Bigotterie im Sport und dieses auch, ich sag mal, eben nicht immer sehr selbstkritisch an die eigene Nase fassen oder sagen, ja, das war mal früher mit dem Rassismus und dem Sexismus im Sport, aber jetzt ja nicht mehr. Und das ist genau, diese Felder sind sozusagen, da können wir uns ja alle mit an die eigene Nase fassen, denn wir alle sind in irgendwelchen Zusammenhängen, ob es unser Dorf ist oder da, wo wir arbeiten oder eben unser Sportverein, wo wir genau uns diesen ganzen, ich sag mal, Ambivalenzen, Bigotterien, schlimmen Geschichten in der Vergangenheit, aber eben auch immer noch schlimmen Geschichten in der Gegenwart stellen müssen. Und das kommt da alles zusammen. Und da sind wir in Teilen einen großen Schritt nach vorne gegangen in den letzten Jahren. Das muss man ja mal sagen. Da haben wir viel geschafft, dass überhaupt es im Sport als Thema wird. Jetzt muss es im Sport zum Beispiel noch etwas selbstkritischer ein Thema werden. Wir können nämlich in der Mittelstudie beispielsweise sehen, ja, Menschen, die im Sportverein sind, die Mitglied im Sportverein sind, das ist ungefähr ein Drittel der Befragten, die sind tatsächlich offener, die sagen, ja, ich bin eher für eine vielfältige Gesellschaft, die sind auch in der Tendenz weniger fremdenfeindlich, aber die Homophobie ist ziemlich ausgeprägt. Das heißt, da gibt es sozusagen noch ein paar Baustellen, die auch der Sport anfassen muss. Und das meinte ich mit der Bigotterie. Auf der einen Seite soll das Stadion leuchten und auf der einen Seite, anderen Seite ist die Homophobie in den eigenen Reihen echt noch ein Feld, was es zu beackern gilt. Diese ganzen Zusammenhänge, dass eben die Abwertung immer auch phänomenübergreifend ist. Ich als geborene Ostdeutsche kann auch davon ein Lied singen, wie diese Debatten, wie schwierig die sind, wie schmerzhaft die sind. Wir versuchen die differenziert zu führen. Heute ist wieder viel zu wenig Zeit. Ich würde so gern länger mit euch beiden zum Beispiel diskutieren, weil ich glaube, da wäre ganz viel Spannendes rauszukitzeln. Und es zeigt, glaube ich, ganz, ganz klar, wofür auch so eine Räume der politischen Kultur wichtig sind, dass man sich miteinander austauscht, auch wenn es vielleicht mal nervt und wehtut. Und ich würde deswegen mit dem Nerven und dem Wehtun mal kurz zu Pierre Lamberti rüberschielen. Und zwar Danke. Aus einem Grund. Dieses Nerven und Wehtun haben wir ja gerade auch, ich glaube, alle von uns gerade in der Pandemie gespürt. Dieses, jetzt habe ich hier eine total liebe Freundin, die ist überhaupt nie rechts, überhaupt nie, ist sie wirklich nie. Aber jetzt fängt sie an, hier Impfgegner-Seiten zu teilen, weil sie Angst um ihre Kinder hat. Diese schwierigen Debatten, die wir in all diesen Bereichen führen können. Pierre, du bist ja schon seit vielen Jahren in diesen Themen unterwegs. Kannst du uns vielleicht einen Tipp geben? Du hast ja gerade schon ein bisschen angefangen, aber wie wir diese schwierigen Debatten noch zielführender führen? Ja, also ich kann es versuchen zumindest. Ich glaube, man muss ganz dringend, wenn es um das Thema, was tun mit all diesen Verschwörungsmythen angeht, zwischen zwei Ebenen unterscheiden, zwischen der privaten und zwischen der gesellschaftlichen, weil ich da jeweils wirklich andere Empfehlungen geben würde. Im Privaten, finde ich, sollte man viel sprechen, viel diskutieren. Man sollte schauen, auch inwiefern man es irgendwie schafft, die Person zurückzuholen. Klingt immer so blöde, so, ne? Irgendwie, aber genau, und da, glaube ich, muss man sich dann auch immer so Fragen stellen, wie ideologisiert ist die Person? Kann ich über Faktendiskussionen das eigentlich schaffen? Oder ist das jemand wirklich mit so einer ideologischen Brille, dass das nicht mehr funktioniert und ich muss an die Ursache ran. Und da kann man mit einer Beratungsstelle arbeiten. Da gibt es mittlerweile, beziehungsweise gibt es die Sektenberatungsstellen in Berlin-Brandenburg, gibt es jetzt auch eine spezifisch zum Thema. Genau, sich zu überlegen, auch wie nah ist mir die Person. Ne? Jemand in Social Media werde ich wahrscheinlich nicht aus seiner ideologischen Bubble holen, aber meine Mama oder dem Partner oder so schon. Und dann aber natürlich auch die Frage der Ressourcen. Also, ne, kann ich das gerade überhaupt? Oder ist das die Person, die ich nur beim Bäcker mal gesehen habe und da will ich gar nicht die Zeit aufbringen? Genau. Und wenn man, glaube ich, mit diesen drei Fragen, die helfen dann schon mal so ein bisschen runterzukommen und die Situation einzuschätzen und dann sich so Schritte zu überlegen. Als Gesellschaft, glaube ich, braucht es rote Linien. Und ich meine, die gibt es ja. Die verhandeln wir als Gesellschaft ja auch permanent, wo die gesetzt werden. Aber mein Eindruck ist, dass wenn man aus Pegida was hätte lernen können, wäre es eben nicht immer zu sagen, wir müssen mit denen reden, sondern man muss klare Grenzen setzen, weil ich glaube stark daran, und das zeigt ja auch die psychologische Forschung, dass wenn man Normen setzt, man die so irgendwie in diesem wabernden Graubereich sind, viel eher zurückholt, als wenn man sagt, jetzt lass uns doch mal hinsetzen und reden, und was sind denn eigentlich deine Ängste? Naja, und dein Rassismus ist ja irgendwie auch gerechtfertigt. Oder irgendwie sowas, meine ich wieder nicht sie mit. Genau. Also, und ich glaube, das braucht es, weil irgendwie hat keine dieser populistischen Bewegungen sich aufgelöst, weil die Gesellschaft so toll reagiert hätte, sondern weil die sich zerstritten haben.
so, oder das Thema nicht mehr relevant war. Und da würde ich mir wünschen, dass wir endlich mal an so einen Punkt kommen, wo klar ist, man muss klar Kante ziehen. Man muss, wenn jemand sich einen Judenstern auf den Arm klebt, dann ist das nicht Ausdruck von irgendwie einer Meinung, sondern Antisemitismus. Wenn jemand sagt, irgendwie, wenn jemand Drosten sonst was an den Hals wünscht, ist das keine Wissenschaftskritik, sondern Menschenfeindlichkeit. Und da muss es Positionen geben, das braucht es. Und deswegen darf die heute so viel diskutierte Mitte sich eben nicht zurücklehnen und ausreden. Das darf man in einer Demokratie eh nicht, das ist viel zu fragil. Und dazu auch einfach nochmal, ich habe mich mal hingesetzt und mich auch einfach mit Studien auseinandergesetzt, wie sind denn so Postpandemie-Gesellschaften? Und da war es immer so, die soziale Instabilität kommt danach. Wir haben noch was vor uns. Das letzte anderthalb Jahre ist es so, sind ja alle gesellschaftlichen Probleme sind ja unterdrückt worden durch die Pandemie. Ne? Wir haben erst, dass wir über den Klimawandel wieder reden. Was ist das? 2 Wochen, 3 Wochen, dass auch Karl Lauterbach plötzlich dazu postet. Man denkt, ach, anscheinend ist das mit der Pandemie gerade ein bisschen ruhiger geworden. So, ne? Genau, und das wurde ja alles runtergedrückt. Und das wabert aber, das ist ja nicht weg. Und da frage ich mich auch, ob unsere Ergebnisse eigentlich das symbolisieren, dass gerade andere Themen relevanter gewesen sind. Und wenn wir aber jetzt in einem halben Jahr das nochmal erheben würden, das vielleicht schon wieder ganz anders aussieht, weil diese Themen wieder hochkommen werden. Und man sieht doch den Wahlkampf gerade. Also das ist doch furchtbar zu sehen, wie viel Populismus da betrieben wird, wie viel Hetze, auch wie viel gezielte Desinformation, das kommt ja nochmal oben mit drauf. Und deswegen, ja, nicht ausruhen, Position beziehen, gegen Menschenfeindlichkeit ankämpfen, wo immer sie sich zeigt. Und zwar vor allem da, wo es schmerzhaft ist. Und letzter Satz, dann bin ich fertig. Wir haben das ja gesehen, dass gerade auch beim Antisemitismus, der israelbezogene Antisemitismus, so eine große Rolle gespielt hat. Die Daten wurden ja erhoben, bevor der Eskalation des Nahostkonflikts. Das heißt, die Zustimmungswerte wären wahrscheinlich noch mal höher jetzt. Und das ist gerade so eine Form von Antisemitismus. Also A, hat man das bei Antisemitismus ja sehr häufig, der wird instrumentalisiert. Antisemiten sind immer die anderen. Ne? Dann gibt es so eine Debatte, ob man nicht Leute nicht einbürgern sollte. Andere sehen ihn nur bei rechts und ziehen dann Statistiken raus, die auch nicht gut sind. Und man muss, dann, um Antisemitismus zu verstehen, muss man verstehen, der zieht sich durch eine gesamte Gesellschaft. Den finde ich im linken Spektrum getarnt als vermeintliche Israel-Kritik. Den finde ich auch in Chiffren wie Globalisten, den finde ich in einer offenen Judenfeindschaft wie bei Attila Hildmann. Also deswegen, genau, Gesellschaft müssen reagieren. Das war jetzt schon ein Schlusswort für dich, Pia, weil die Uhr schaut mich mahnend an. Ich hasse es, ich würde so gern weiter mit euch diskutieren. Suat, ich möchte aber noch einen Punkt stark machen, weil du eben auch gerade mit solchen spannenden Gruppen arbeitest beruflich. Ihr arbeitet mit Verwaltung, ihr arbeitet mit zum Beispiel Beamten im Polizeidienst, ihr geht genau dahin, wo diese Diskussionen auch durchaus bestimmt, kann ich mir vorstellen, anstrengend sind. Frage an dich, nervt das manchmal? Und wie gehst du damit um, da immer wieder sozusagen reinstechen zu müssen, obwohl du vielleicht selbst sagst, boah, ich möchte mich auch mal einfacher als normale Deutsche hier bewegen und das nicht immer thematisieren? Naja, du sprichst ja zwei unterschiedliche, also es gibt ja zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen natürlich die Tätigkeit an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, wo wir lehren direkt die Polizeivollzugsbeamten. Das ist alles viel niederschwelliger, aber nerven tut mich das nie. Ich freue mich über jede Möglichkeit, wo wir das Thema interkulturelle Handlungskompetenzen, Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit mit dieser wichtigen Zielgruppe sprechen können. Das andere ist der Bereich der Verwaltung, die Kommunalverwaltung, der ich seit 16 Jahren angehöre. Und dazu muss ich sagen, meine Motivation, Teil der Kommunalverwaltung zu werden, ist ja Überforderung. Überforderung meiner Eltern, die Analphabeten waren, erste Generation Gastarbeiter, die Verwaltung als einen Raum verstanden haben, in dem es um Macht ging, Angst, in dem man sozusagen mit seinen vermeintlichen Defiziten nicht gesehen wurde. Und das zeigt nochmal, wie wichtig gute Migrationsarbeit in der Kommunalverwaltung ist. Wir sind leider, egal wie wichtig das ist, noch weit davon entfernt. Und gerade in den Bereichen, in denen sehr viel Publikumsverkehr ist. Das heißt, wir sprechen über Ausländerämter, wir sprechen über Sozialämter, wir sprechen über Ordnungsbehörden, über das Einwohnermeldeamt. Da passiert noch viel zu wenig. Ich würde mir da wünschen, natürlich, wir können Fächer wie interkulturelle Handlungskompetenz oder interkulturelle Öffnung, das können wir niemals verpflichtend machen. Ja, aber ich hoffe, dass viele Verwaltungen verstehen, dass es zu einer
modernen Verwaltung dazugehört. Ja? Das heißt, eine Anpassung an die migrationsgesellschaftliche Realität, dass wir da hinkommen. Aber wenn ich mir die Entwicklung der letzten 16 Jahre anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie wichtig es ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Dankeschön, Suat Lamobal. Martin Schulz, genau der Punkt, den du vorhin auch wichtig, richtig stark gemacht hast, ist, man kann ja niemanden zwingen, nicht mehr rassistisch zu sein. Und auch Suat hat das gerade nochmal gesagt, sozusagen so diese Sache, wie kriegt man die Menschen dazu, sozusagen darüber nachzudenken, aus der Zustimmung in den Graubereich zu wechseln, aus dem Graubereich heraus in die klare Ablehnung gegen solche Menschenfeindlichkeiten. Frage an dich, du bist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und das jetzt schon eine kurze Weile, noch nicht ganz, ganz lang, aber du kennst den Laden mittlerweile, glaube ich, sehr gut, auch von innen und auch das sowieso von außen. Was kann so eine Institution wie die Ebert-Stiftung tun, um die, die es gut meinen, ich formuliere das jetzt mal so, um auch all die einzuschließen, die im Graubereich vielleicht zustimmen, ohne es zu wollen, weil sie nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie überfordert sind, weil sie Angst haben vor sozialen Härten. Was können wir als eine Bildungs- und Debattenkulturinstitution tun, gerade auch mit dem Blick auf die Solidarisierung nach und in der Krise? Das würde ich vielleicht gerne an dich richten. Ich kenne die Ebert-Stiftung von außen besser als von innen, weil von innen kann ich sie ja nicht kennenlernen, sie sind alle im Homeoffice. Ist also, das ist ja so ein Ding, wir sitzen seit 6 Monaten und gucken auf Mattscheim. Das ist jetzt die erste Hybridveranstaltung, die ich seit längerer Zeit mache. Und Menschen brauchen Menschen und keine Mattscheim. Das ist grausam. So, ich bin ganz nahe bei Ihnen, Frau Lamberti. Sie haben eben viel besser, als ich das konnte, ausgedrückt, was ich sagen wollte. Im privaten Bereich, in der privaten Interaktion musst du versuchen, Sie haben gesagt, die Formulierung verwendet, sie zurückzunehmen. Wir müssen versuchen, sie nicht zu verlieren, sie bei uns zu behalten. Das wollte ich eben ausdrücken. Aber im öffentlichen Bereich, und da sind wir uns ganz nah, vielleicht habe ich mich da eben nicht präzise genug ausgedrückt, kommt es darauf an, dass die Verantwortungsträger des Staates, die Gesellschaft stark beeinflussen können, Haltung zeigen. Und kommen nochmal auf den Fall von Alltagsrassismus. Sie sind ja nicht die Einzigen. Jeden Tag hinzugehen und vom, ich sag mal, Bürgermeister des kleinen Dorfes bis zur Bundeskanzlerin muss eingeschritten werden, wenn es diesen Alltagsrassismus gibt, wenn es Verletzungen der Menschenwürde gibt. Da muss es sichtbar sein, denn die geforderte Mitte besteht aus einer relativ stummen, schweigenden Mehrheit, die aber Orientierung braucht. Und wenn diese Orientierung nicht da ist, wenn die Repräsentanten nicht da sind, die sagen, wir gehen dagegen vor, dann ermutige ich Menschen auch nicht, auch dagegen vorzugehen. Also, ich versuche das immer praktisch zu machen. Als ein junger Mann war, gab es den RAF-Terrorismus in Deutschland. Und als der Schleier entführt und ermordet wurde, hat Helmut Schmidt ihm eine Ansprache ans deutsche Volk gehalten. Und ich werde den Satz nie vergessen. Der Satz lautete, Sie reklamieren für sich, für das Volk zu sprechen. Die Wahrheit ist, das Volk steht gegen Sie. Unvergesslicher Satz. Ganz viele Leute hatten den Eindruck, der Bundeskanzler drückt die Abscheu der überwältigenden Mehrheit von Menschen gegen diesen Mord und die Mordanschläge aus. Ich hätte mir gewünscht, komme ich nochmal darauf zurück, die Regierungschefin dieses Landes hätte sich nach Halle oder nach Hanau oder vielleicht schon während des NSU mal ans deutsche Volk gewandt und gesagt, dieser Mob reklamiert für sich, für das Volk zu sprechen. Nee, das Volk ist gegen Sie und ich bin gegen Sie. Und jeder Ministerpräsident und jeder Dorfbürgermeister müsste das Gleiche tun. Dann hast du auch, wie die beiden Pastore da bei mir, das ist jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre her, gesagt haben, sei scheiße hier, und dann schwierig, aber der hat recht. So. Und dann plötzlich kommen die Leute, die sagen, Herr Bürgermeister, wo kann ich helfen? Ganz plötzlich. Weil so eine schweigende Mehrheit von Leuten den Eindruck hat, wenn die Großen, die dicken Köpfe das da schon machen, dann mache ich das auch. Und deshalb glaube ich, dass wir Vorbilder, Vorbildfunktionen, Vorbildhaltungen haben müssen.
Und das wird den Alltagsrassismus noch nicht besiegen. Aber es macht es leichter, Leute zu ermutigen, in der U-Bahn, wenn so ein rassistischer Vorfall ist, alleine schaffst du das nicht, gegen so einen Drecksack vorzugehen. Aber wenn da 5, 6, 7 gemeinsam sagen, so, jetzt ist es ja mal genug, glaube ich, geht das schon. Und was wir als Ebert-Stiftung überlegen müssten, wäre, wie befähigen wir Leute dazu, dass sie sprachlich und von ihrer Kommunikations, wie soll man sagen, Kompetenz her in der Lage sind, Gleichgesinnte zu finden, zu sehen, zu erkennen und gemeinsam zu sagen, jetzt machen wir ein Stadtteilprojekt oder jetzt machen wir ein Projekt im Sportverein gemeinsam, um dem endlich einen Riegel vorzuschieben. Das ist ein kleiner Ansatz, aber das könnte man, glaube ich, machen. Ich bleibe bei meiner These und das tut mir leid, dass das eben missverständlich rüberkam. Ich mache in meiner Alltagserfahrung als Abgeordneter immer und immer wieder die gleiche, habe ich die gleiche Erkenntnis. Da sitzen Leute vor mir, die quatschen ein dummes Zeug, wo ich dann sagen würde, kannst du nicht mal die Bappel halten? Wirklich, ein dummes Gequatsche von den Ausländern und weiß, der Teufel war hier, Unsicherheit und bei der Oma ist eingebrochen und was weiß ich wie. Das gibt mir alles am Keks. So. Weiß aber zugleich, der redet da dummes Zeug und ist in Wirklichkeit nur ein verunsicherter, verängstigter Mensch. Und da ist die Frage, gebe ich den auf und sage, du kannst mich mal, oder kriege ich ihn zurück? Aber das ist eher im privaten, aber im öffentlichen Bereich, da gebe ich den beiden Damen 100% recht, bedarf es der ganz klaren roten Linien und werden die überschritten, da gibt es was auf die Mappe. Schluss aus. Praktisches Beispiel, nochmal, wenn ich dann nochmal da sagen darf, in meinem Wahlkreis, junger Mann, der sagt, meine Religion verbietet mir, einer Frau die Hand zu geben. So, da habe ich dem gesagt, du bist ein Verfassungsfeind. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Religionsfreiheit garantiert, ja, aber die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch. Und dass du mir jetzt hier erzählst, unter Bezug auf die Religionsfreiheit kannst du eine Frau nicht achten, läuft hier nicht, hier nicht. Woanders vielleicht, aber solange ich hier irgendwas zu sagen habe, läuft das nicht. Hat er auch nie wieder gemacht, habe ich auch viel Unterstützung von Leuten bekommen, die sagten, hast du richtig gesagt, aus seiner Community. Deshalb glaube ich, im Individuellen den Versuch zu unternehmen, in der unmittelbaren Interaktion, Leute nicht zu verlieren, ist die eine Sache, da können wir eine Menge bei tun. Und auf der anderen Seite muss die Gesellschaft öffentlich Vorbilder haben, die sagen, wer die roten Linien überschreitet, kriegt es mit uns zu tun. Vielen Dank. Es hätten wir uns abgesprochen, hat Martin Schulz gerade noch mein Stichwort sagen mir gegeben, um meine letzte Frage an Beate Küpper zu richten. Du sprachst von der Unsicherheit. Und genau das ist vielleicht das, was die Mitte ja auch ausmacht, ist jetzt meine These, die ich in den Raum werfe. Eure Zahlen, unsere Zahlen sagen ganz eindeutig, dass die Mehrheit der Bevölkerung für Demokratie ist, gegen Abwertung. Es gibt aber eben auch diese Unsicherheiten. Beate, kannst du vielleicht zum Schluss nochmal sozusagen darauf eingehen, wo die Mitte hinsteuert, wenn man sich die Zahlen anschaut und was vielleicht sozusagen, wo der Ansatzpunkt ist, diese Unsicherheiten anzugehen. Und dann müssen wir auch Schluss machen, weil wir schon massivst überzogen haben. Aber Beate Küpper nochmal zum Schluss mit Blick auf die Zahlen. Wovon ist die Mitte gefordert und wie kriegen wir sie dazu, ihre Unsicherheiten zu thematisieren? Wir beschreiben in der Mitte-Studie ja die, ich sag mal, Unsicherheiten in Bezug auf Demokratie und auf demokratische Einstellungen in ihrer ganzen Breite. Die können dadurch motiviert sein, weil die Menschen verunsichert sind. Da sind insbesondere natürlich Krisenphasen bekannt dafür, dass Menschen da leichter abgeholt werden können, weil sie das Bedürfnis haben, wieder Kontrolle zurückzugewinnen. Aber Kontrolle gewinnen ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hierbei auch ganz viel um Macht und um Vormachtstellung geht und auch um liebgewonnene Privilegien und liebgewonnene Selbstverständlichkeiten und Vormachtstellung, die einem, wenn man sie gerade genießt, oft gar nicht auffallen im Alltag, weil sie so selbstverständlich erscheinen und die, wenn man sie nicht genießt, man jeden Tag bitter drüber stolpert, so um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, das ist etwas, dass wir beides im Blick behalten müssen, wenn wir über das Thema sprechen, und zwar den Menschen auf der einen Seite, uns allen, eine Chance zu geben, über uns selber nachzudenken
Und so wichtig ich das finde, Sie haben völlig recht, sozusagen Vorbilder sind ganz wichtig, aber es geht in beide Richtungen. Auch das selber sozusagen von unten an sich arbeiten, das ist sozusagen, geht immer Hand in Hand. Und das gilt für jeden von uns als Person und das gilt natürlich auch für unsere Institutionen. Wir haben noch nicht über Schule, Hochschule, Arbeitsstellen beispielsweise, Unternehmen sind auch ganz wichtig hier. Und das ist ein langwieriger, mühseliger Prozess. Wir sind als Deutschland, wenn wir uns mal daran erinnern, wo wir hergekommen sind, schon einen großen Schritt nach vorne gegangen, aber wir dürfen auch eben nicht nachlassen. Und diese Einbrüche, die wir da beschreiben, diese Unsicherheiten in den demokratischen Haltungen, können eben in beide Richtungen gehen. Und deswegen, das ist jetzt eine Plattitüde, aber ich denke, sie ist ganz wichtig, dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung rufen, nämlich über die unangenehmen Dinge nachzudenken, auch in unseren eigenen sozusagen, du hattest gesagt, Familien und unseren eigenen Personen und unseren eigenen Institutionen, den Finger in die Wunde zu legen, auch über solche Dinge wie Kontrolle, Macht und Vormacht zu sprechen und Privilegien und nicht zu leicht vom Haken zu lassen, sondern die Menschen auch in Verantwortung zu nehmen. Und zwar, ich sag mal, im Guten in Verantwortung zu nehmen und zu sagen, wie ich behandelt werde, wie du behandelt werden möchtest, möchtest du auch bitte andere behandeln. Und das ist, glaube ich, der Aufruf, auf den man, das ist etwas, mit dem viele Menschen etwas anfangen können, nämlich zu sagen, wir möchten eigentlich in einer Gesellschaft leben, die meisten möchten das, in der man, und wir wissen, das ist sozusagen für alle letztendlich auch besser und schöner, in der man sich vernünftig und freundlich zueinander verhält und dieser, ich sag mal, was wir alle in uns haben, auch das Gefühl von Macht und Vormacht, darüber eben sozusagen im Guten nachzudenken und im Guten daran zu arbeiten und dann auch Strukturen zu schaffen, die es denjenigen, die unmittelbar adressiert werden, ermöglicht, auch sozusagen wahrgenommen zu werden und nicht hinter diesen liebgewonnenen Selbstverständlichkeiten, dass dann, und das sage ich eben, weil wir aus dem Rheinland, da sind die sozusagen die Decken weicher, aber sie sind dann doch aus Beton. Es ist erstmal scheinbar smooth und dann ist aber doch irgendwie die Betondecke da. Also ich glaube, es gilt, an die unangenehmen Dinge dran zu gehen. Die Mitte ist gefordert. Wir hätten noch so viele Themen und zum Beispiel Sabine Ajour zur politischen Bildung hat ein ganzes Kapitel dazu. Das ist sozusagen die Essenz aus dem, was wir aus den Zahlen lernen und mitnehmen. Wir haben 2 Jahre Zeit bis zur nächsten Studie, um das jetzt zu diskutieren und in die Fläche zu tragen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Explizit natürlich bei euch Vieren, dass ihr mit mir diese gemeinsame und sehr lebhafte und wie ich fand sehr spannende Diskussion geführt habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ein herzlicher und großer Dank an das komplette AutorInnen-Team. Neben sozusagen den beiden Köpfen gibt es da so viele tolle und interessante Menschen. Schauen Sie in das Buch. Schön, dass ein paar von euch heute hier sind. Hannes Delto, Nico Mokros, Sabine Ajour. Vielen herzlichen Dank. Thomas Krüger auch nochmal stellvertretend für das Umfrageinstitut. Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte Sie alle herzlich einladen, auf der Website sich nochmal anzuschauen, das Buch runterzuladen, bei uns zu bestellen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Vor allem dann natürlich in der Praxis. Die Zahlen sind nur ein Ansatzpunkt, um damit weiterzuarbeiten. Und das wollen wir mit den Mitte-Studien erreichen. Wir schließen mit 3 Videos. Sozusagen im Schlussapplaus, den wir uns hier im Saal geben, kriegen Sie im Livestream jetzt noch 3 Videos eingeblendet. Ganz kurze, ich verspreche es, nämlich von Sabine Ajour zum Thema politische Bildung, von Kevin Kühnert zum Thema Haltung zeigen und von Timo Reinfrank, das ist der Vorsitzende der Amedeo-Antonio-Stiftung, zum Thema, sozusagen, was mit solchen Zahlen anfangen kann. Die können Sie dann auch auf der Homepage abrufen, da kommen in den nächsten Tagen noch mehr dazu. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Abend. Danke, dass Sie alle so lange bei uns geblieben sind und danke hier in die Runde für diese spannende Zeit auf und vor und mit dem Podium. Dankeschön.
auf schwierige Fragen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns, ich zumindest, auch im eigenen Umfeld erleben. Ich persönlich habe ja kein Problem mit, aber ich habe den Eindruck, man kann gewisse Sachen nicht mehr sagen oder kriege das in meinem Umfeld mit. Das scheint mir so die schicke Variante in einer Gesellschaft zu sein, in der klare gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu Recht tabuisiert ist. Und dann weicht man auf dieses Lavierende am Ende aus. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass sich nicht so ein Graubereich herausentwickelt, in dem insinuiert wird und so ein bisschen die Hundepfeife gespielt wird. Denn die Betroffenen von Diskriminierung hören diesen Sound sehr wohl, auch wenn wir als Mehrheitsgesellschaft ihn vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen. Und das Dritte ist eine Botschaft nochmal an den politischen Raum. Wir alle haben spätestens rund um Corona, aber auch die Klimakrise mitbekommen, wie Wissenschaftsfeindlichkeit um sich greift. Und ich glaube, das hat manchmal auch was damit zu tun, dass zu wenig politische Alternativen der Reaktion auf wissenschaftliche Phänomene diskutiert werden. Wenn Menschen den Eindruck haben, die Reaktion auf sowas wie Klimawandel oder eine Pandemie sei zu eingeengt in den Vorschlägen, die Parteien und gesellschaftliche Gruppen machen, dann fangen sie mitunter an, das Phänomen als solches zu leugnen, um sich damit dem Problem zu entledigen. Das darf nicht passieren und deswegen ist es die Verantwortung von Parteien, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen, im Rahmen dessen, was uns die Wissenschaft auf den Weg gibt, ein breites Meinungs- und Maßnahmenspektrum anzubieten. Das ist politischer, demokratischer und emanzipierter Diskurs, wie ich ihn mir für die nächsten Jahre wünsche. Für uns politische BildnerInnen stellt sich auch 2021 die Frage, warum zeigt sich eigentlich wiederholt in der aktuellen Mitte-Studie eine so starke Bildungsabhängigkeit demokratischer Einstellungen? Lässt sich das auch zurückführen auf eine strukturell früh angelegte politische Ungleichheit entlang der sozialen Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter? Gerade mit Blick auf die politische Bildung an den Schulen verfestigt sich der Eindruck, dass diese zu einem elitären Angebot für GymnasialschülerInnen und AbiturientInnen wird. Denn diese erhalten oft mehr und auch oft eine bessere politische Bildung. Das ist für eine Demokratie problematisch, weil sich die SchülerInnenschaft hier soziokulturell, gerade entlang der Schulform Gymnasium und Nicht-Gymnasium, oft deutlich unterscheidet. Dabei ist gerade Schule der Ort, an dem Demokratie und Vielfalt früh erfahren und auch geübt werden kann. Und deshalb ist dieser Ort für offene Gesellschaften so wichtig. Denn dort können wir fast alle jungen Menschen erreichen. Und bedeutungsvoll ist diese Lebensphase auch, weil die dort erworbenen politischen Orientierungen häufig eine hohe Stabilität bis ins hohe Erwachsenenalter haben. Und schauen wir in die Erwachsenenkohorte, sehen wir auch deutlich, dass es häufig gerade die soziokulturell Benachteiligten sind, die sich entweder politisch machtlos fühlen oder weniger Vertrauen in die Demokratie haben. Politische Bildung erlebt seit einigen Jahren einen Revival. Aber die deutliche Fokussierung auf eine eher ökonomisch verwertbare Bildung hat auch in unserer Gesellschaft Spuren hinterlassen. Und diese lassen sich eben nicht in Projekten und Wochenendworkshops kompensieren und sind in dieser Form auch zu wenig zukunftsträchtig. Dabei sollten wir uns jetzt über die Zukunftsfähigkeit von Bildung und auch politischer Bildung für die Postpandemiezeit Gedanken machen. Und mit der Mitte-Studie lassen sich heute schon mögliche Kriseneffekte von morgen deutlich identifizieren. Die Belastung durch die Covid-19-Pandemie führen zu einer Verschärfung der sozialen Spaltung. Und es ist absehbar, dass auch Menschenfeindlichkeit hier schnell wieder als Antwort auf die soziale Frage angeboten wird, gerade wenn es um Verteilungskonflikte geht. Auch der Klimawandel wird den Befragten als eine besondere gesellschaftliche Herausforderung. Aber das Zusammenspiel von Klimapolitik und Sozialpolitik ist eigentlich noch offen. Und hier wird sichtbar ein mögliches Einfallstor für Verschwörungsglauben und Wissenschaftsfeindlichkeit in der Klimadebatte. Aber für all diese Themen kann politische Bildung die demokratische Mitte stärken. Dafür müssen die Räume für politische Bildung geöffnet werden und wir müssen diese Herausforderungen gemeinsam annehmen. Ich bin sehr dankbar über die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, weil es für uns eben wirklich ein ganz verlässliches Instrument ist, weil sie eben auch regelmäßig erscheint, um zu gucken, wie sich Menschenfeindlichkeit entwickelt. Und was wichtig ist, dass wir eben nicht nur auf die Gewalt gucken, sondern eben auch auf die unterschiedlichen Dynamiken, die von rechtsextremen Akteuren mobilisiert werden. Und das haben wir ja zuletzt in der Pandemie gesehen, wo eben es eben auch nicht nur darum ging, dass der klassische Rechtsextremismus mobilisiert worden ist, sondern auch die Verschwörungserzählungen als ein ganz neues Element von Demokratiefeindlichkeit. Wichtig ist es vielleicht in dem Zusammenhang, dass wir uns dauerhaft darüber verständigen, wie wir darauf reagieren, dass wir eben nicht nur auf die klassische Rechtsextremismusprävention gucken, sondern auch
überlegen, was Standards für Demokratieförderung, für politische Bildung sind, für Zusammenhalt und Gleichwertigkeit einerseits, und dass wir andererseits aber auch gucken, was die Mechanismen für Ausgrenzung, für Spaltung sind.